to start stream, yes, and ein here we are. Glück. Ha, dich in der Rekursion, top. Wie wir irgendwie das, die Musik noch zu dir durchbekommen könnten, aber das ist so ein, das habe ich schon länger auf meiner Liste, aber so richtig. So, jetzt checken wir nochmal den die Leistung und hast du nicht gehört. So, ja. Und ich schieße gleich nochmal eine Twitter-Nachricht raus. Ja. Aber wir sind live. Nicht gut. So, jetzt live bei. Aber wir sind live. Twitter. Jetzt live bei. Ja, was haben wir heute vor, Henrik? Wir haben uns für was angemeldet. Also wir haben uns für was eingereicht und wurden dann angenommen, nämlich die DigiPH6 der virtuellen, steht das P für privat, private Hochschule? Pädagogische Hochschule. Pädagogische Hochschule, genau. Und wir haben gesagt, wir machen Massenvorlesungen, einfach um mit dem schlimmsten aller Wörter, also wahrscheinlich hätten wir das irgendwie noch Massenvorlesung Closed Book nennen können, um mit dem archaischsten Begriff, seitdem es Prüfungsmodalitäten gibt. Und Lehrveranstaltung, die und Lehrveranstalt- Vorlesung. Zu sagen, wir machen nicht nur Vorlesungen, wir machen Massenvorlesungen. Wir haben aber noch ein neues, ein hippes Element mitgebracht, nämlich den Livestream. An sich jetzt auch nicht so das Neueste vom Neuesten, aber naja, die Bildungsszene ist ein bisschen träge. Ja, das sind wir. Mein Name ist Andreas Steinbeck. Ich bin zusammen mit Dr. Matthias Maglowski jetzt das 28. Mal heute und nächste Woche ist das 29. Iteration. Und wir haben uns angemeldet, dass wir sagen, wir zeigen euch, wie man Massenvorlesungen online hält. Wir haben uns ja auch schon ein paar Sachen angeguckt und versprochen haben wir 60 Minuten. Das ist ein kurzer Livestream, kann man sagen. Und die Idee ist, dass wir heute mal ein Format als Metaebene sozusagen ausprobieren, nämlich Watch Me Work oder Schau mir beim Arbeiten zu. Und dass wir nicht einfach mit dem fertigen Produkt so hier fertig, Agenda, Folien, wie auch immer, sondern dass wir das genau einfach jetzt live machen. Natürlich haben wir uns schon mal ein bisschen was überlegt und irgendwie müssen wir auch unsere Versprechung halten, Matthias. Also mal schauen, was das genau ist. Genau. Und also wir wollen uns erneut nicht dem Vorwurf des Overpreppings hier bedienen, dass wir hier super vorbereitet in sowas reingehen. Ja, wir haben uns ein bisschen was überlegt, wie das alte Sprichwort heißt. Ich glaube, von Rudi Carrell, wenn man etwas aus dem Ärmel schütteln will, muss man vorher was in den Ärmel hineingepackt haben. Aber nichtsdestotrotz ist das noch nicht ganz fertig. Noch nicht so ganz fertig, was wir aus dem Ärmel schütteln wollen. Ja, und vielleicht um das jetzt nochmal, weil ich natürlich führende Anglisten schon wieder schimpfen hören im Hintergrund. Oh Gott, Vorlesung. Also nein, dieser Titel ist mit Absicht, wir haben es ja Vorlesung, Massenvorlesung 2.0, glaube ich, genannt, durchaus so ein um da so einen gewissen Bruch schon, das ist ein provokanter Titel. Also uns ist natürlich bewusst, dass die Vorlesung ein sehr antiquiertes Lehrformat ist, was man nicht forcieren sollte. Haben das im Prinzip schon, würde ich jetzt so sagen, halt als provokanten Aufhänger genommen, um da vielleicht schon mal ein paar Leute aus der Reserve zu locken, die sagen würden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, also mit ein bisschen Abstand muss ich auch sagen, so der eigene Text, also das ist schon. Da ist irgendwie schon so die Werbeagentur bei uns rausgekommen. Alles muss skalieren, sagt man in der IT-Branche. Also ich bin auch gespannt, wie das ankommt. Weil ich meine, vor uns, also man muss ja so ein bisschen das Rahmenkonzept auch mal sehen. Es geht ja irgendwie Hop-on, Hop-off, synchrone und asynchrone Fortbildungsformate. Danach ist Hop-on, Hop-off, Studierende, Aktive und Engagieren. Und ja, also man wusste ja auch erstmal nicht so richtig, wie sollen die uns überhaupt einsortieren. So irgendwie so, ja, Livestream. Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen, also die Veranstalter waren da sehr offen für, muss man auch sagen. Weil ich glaube, wir hätten da sonst nicht ins Raster gepasst, muss man mal sagen. Ansonsten, also viele Veranstaltungen hätten, glaube ich, so gesagt, so, boah, keine Ahnung, ihr seid irgendwie weder A noch B, wir können auch, ihr seid auch kein Panel, eher nicht. Und insofern finde ich es eigentlich ganz cool, dass sie das auch zulassen. Genau, also da vielleicht erstmal vielen Dank an die
Damen und Herren, die die DigiPH 6 organisieren. Genau. Wir freuen uns sehr, dass wir da nächste Woche ein Teil dessen sein dürfen. Ich finde es auch durchaus spannend, dass das was ist, wo wir jetzt das erste Mal so eher an sowas, an einer Konferenz oder sozusagen an einer Tagung, sag ich mal, teilnehmen, mit unserem Bits and Bytes Edu-Format. Und dass das dann ausgerechnet nicht in Deutschland stattfindet. So von Innovation her vielleicht ist das nur indikativ, aber ja. Ich meine, was haben wir denn da versprochen? Wir machen 60 Minuten, das ist irgendwie nicht das Problem. Die Kunst wird eher zu sein, also die Kunst ist eher in der Zeit zu bleiben, weil wir könnten das Ganze irgendwie auch 3 Stunden machen. Material wäre genug da. Genau, wir haben irgendwie von Formaten gesprochen. Hier Abstimmung, Klickverfahren, Live-Experimenten, also irgendwie Formate. Es soll um Interaktion gehen, es soll um Aktivierung gehen. 3 Lösungsszenarien. Okay. Spannend. 3 Lösungsszenarien. Ach so, hier kleinstes Besteck, mittleres und großes Besteck. Okay, wir brauchen mal ein paar. Okay. Ich fange einfach mal an. Darum soll es ja gehen. Fang mal an. Ich kann ja nebenbei erzählen, dass ich bei der ersten DigiPH, also die heißt DigiPH 6, weil es schon die 6. Ausgabe ist. Mhm. Und jetzt, ich glaube, sie fand jährlich statt und weil es halt so ein primär online stattfindendes Format ist, war das auch überhaupt gar kein Problem, das eben während der Pandemie durchzuziehen und stattfinden zu lassen. Und ich kann mich erinnern, dass ich bei der ersten DigiPH, ich glaube, da hieß sie einfach nur DigiPH und nicht DigiPH 1, die Nummern sind eben erst natürlich später dazugekommen, dass das ich da auch 2 Beiträge hatte. Oh, cool. Und einmal was erzählt habe über meine personalisierten Aufgaben mit anonymem Peer-Review. Das war damals noch ziemlich neu, das Format. Und über dieses QR-Code-Papier, wo Studierende automatisch im Nachgang ihre handschriftlich eingereichten und handschriftlich korrigierten Lösungen per E-Mail zurückgeschickt bekommen, weil eben sie ein Papier benutzen mit einem QR-Code drauf, in dem ihre E-Mail-Adresse gespeichert ist, sodass man halt die Sachen alle über einen Scanner schicken kann und automatisch zurückschicken lassen kann. Okay. Von daher, ja, schön. Das heißt, du bist mit Format und Umgebung und Menschen und Konferenz. Ich glaube, dass ich seitdem, glaube ich, halt einfach unglaublich viel getan hat. Ich habe letztens durch Zufall halt diese Videos von damals gefunden. Damals haben wir das, glaube ich, über, wie heißt denn diese Videokonferenzumgebung von Adobe? Ich glaube, Adobe Connect gemacht. Adobe Connect. Und ich habe das halt aus meinem alten Büro, oder da war mein Büro noch anders eingerichtet. Und ich hatte halt irgendwie so eine Logitech C270 Webcam oder so. Die war aber auch, glaube ich, nicht so ganz geputzt, die Linse. Und man hat, ich kann mich erinnern, dass ich mir extra damals ein gutes Mikrofon, das Jörn Loweschach Gedenkmikrofon, dieses Samsung Go-To oder so, wie das heißt, so ein USB-Mikrofon. Aber wenn man sich jetzt halt dieses Video anguckt, stellt man fest, boah, also es ist halt alles einfach im Prinzip irgendwie sehr, sehr unprofessionell aus heutiger Sicht. Aber okay, es hat irgendwie funktioniert. Also man hat halt auch damals war schon... War das 2018 dann? 2018 hätte ich gesagt, ja. Ja, also eigentlich ja ganz cool, das, was passiert ist. Also ich weiß, vielleicht bin ich ja auch schon zu skeptisch, aber... Insgesamt ist es ja erstmal positiv, dass in so kurzer Zeit... Definitiv. Und ich meine, rein inhaltlich kann man sich dieses Video von damals natürlich auch immer noch meines Erachtens irgendwie sehr gut anschauen. Bloß man ist halt, ich fand es halt, also nur, damals hat man gesagt, okay, es gibt irgendwie so ein Kamerabild und es gibt halt so Ton, aber heute würde ich halt viel mehr meinetwegen auf irgendwie vernünftige Ausleuchtung achten, auf nochmal, dass der Ton halt vernünftig ausgestört ist und all solche Sachen. Okay, so, jetzt hast du unser Arbeitsdokument sozusagen offen. Genau, ich hoffe, das sieht man gut. Ich kann es natürlich, wenn man kann. Ich denke, dass man das auf jeden Fall gut erkennen kann. So, für mich wäre jetzt vielleicht tatsächlich nochmal wichtig, was haben wir nächste Woche vielleicht so vom Zeitplan her vor? Du hast das ja schon mal notiert. Also wir gehen irgendwann live mit einem. Also ich würde sagen, wir treffen uns irgendwie um 15 Uhr, weil meine Nerven drehen immer so eine halbe Stunde vorher durch. Das ist ja irgendwie doch was Größeres. Vielleicht machen wir, also ich weiß, dass ich irgendwie ab 13 Uhr mit Aufbau beschäftigt bin. So, dann würden wir uns irgendwie so 15, 15:30 vielleicht
15 Uhr ist vollkommen okay für mich. Ja, lass mal ruhig. Cool. Dann müssen wir, ich meine, was halt auch niemand sieht und was wir aber auch mit uns machen, zwei Mics, wir haben Videoperspektiven, jetzt haben wir heute nur eine, was ist mit der Hintergrundmusik, irgendwie die Browser-Tabs, muss ja irgendwie vorbereitet sein, man muss sich bei Twitch einloggen, OBS muss irgendwie ausgerichtet sein. Also es ist ja mehr als ein Schalter, den man braucht, um live zu gehen. Das muss man sozusagen machen, um es auch gleichzeitig zu zeigen. Du hast jetzt zum Beispiel was bei Twitter und Mastodon rausgeschickt. Wir haben eben das mit dem Kommunikationskanal. Genau, insofern, das müssen wir eh machen. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Also, ein Teil von mir denkt sich, ey, cool, Architekturdiagramm, Signalkette. Aber ein Teil von mir denkt sich auch, das ist halt so ultra langweilig. Und es ist ja nicht Ziel, dass das dann irgendwie jemand nachbauen soll. Das hat sich auch bei uns auch so evolutionär entwickelt. Und es kommt mal was dazu, dann sagt man wieder, nee, die Kamera ist doch Quatsch, geh wieder raus. Insofern würde ich, glaube ich, im Laufe des Streams einfach so eine, so sieht das aus und hier sind noch ein paar Elemente, aber ich würde jetzt nicht komplett aufs Klein-Klein gehen, wie Dinge technisch funktionieren. Was denkst du? Ja, also ich glaube, weil das halt auch zu unterschiedlich ist, auch in der Hinsicht, also ich meine, wenn jetzt jemand das ausprobieren möchte, wird er sich jetzt ja nicht nochmal für 1000 Euro wie Technik kaufen, um dann festzustellen, dass das eh nicht so ganz so zu ihm passt. Ja. Von daher, und also das Lösungsszenario klein wäre ja auch, nimm halt einen Laptop, nimm irgendwie eine einigermaßen brauchbare USB-Kamera oder vielleicht sogar die integrierte, nimm halt ein 30 Euro Einsteckmikrofon und you're get to go, ne? Also gibt einen bekannten YouTuber, ich glaube Boost Junkie heißt er oder auch andere, der wurde ganz oft gefragt, was ist das beste Mikrofon? Ne? Das beste Mikrofon ist das Mikrofon, das du schon hast. Das ist irgendwie so ein geflügeltes Wort geworden. Ich glaube, das Gleiche trifft auch auf Videokameras hinzu. Vielleicht irgendwie noch 30 Euro Licht, fertig ist. Genau, was wäre, wenn wir schon dabei sind, was wäre dann für dich Mittel? Also, naja, Mittel wäre jetzt, ich würde mal sagen, vielleicht so wie mein Büro ausgestattet ist. Ne? Also ich habe halt schon einen Rechner, den ich hauptsächlich irgendwie für Stream benutze. Der hat aber trotzdem halt eine ganz normale USB-Webcam dran und vielleicht hier halt so ein ganz normales. Also sind wir schon beim Desktop-PC, ja, ne? Ja. Ja, ich würde halt sagen, also ich meine, mit einem Laptop ist man dann doch immer ein bisschen eingeschränkter, allein was die Konnektivität angeht und auch die Rechenleistung. Aber also ne, ein Rechner, ein Arbeitsplatz, der eben primär für diesen Zweck eingerichtet ist, wo man vielleicht auch halt ein bisschen Licht hat und vielleicht eben Greenscreen so wie hier und wo man jetzt nicht allzu viel an und auf und abbauen muss, sondern irgendwie hingeht, sich hinsetzt, drei Knöpfe drückt und dann läuft das eigentlich alles. Ja, ich will ja mal irgendwie einen Preis. Man könnte ja auch einfach so ein paar Bilder nehmen. Also es kostet ja jetzt irgendwie nichts zu sagen, folgende Softbox. Also weißt du, was wir, wie viel wollen wir mit Folien eigentlich machen? Ja, nee, genau. Das ist jetzt die große Frage. So. Ja. Also ich würde mal so, und ich meine, das große Setup, das große Besteck wäre für mich so, also ich habe wirklich im Prinzip sowas wie so ein Studio, ja. Also so wie das Studio, was wir bei uns haben am Medizintechnik Forschungscampus. Wo ich mehrere Kameras habe, wo ich auch eine Beleuchtung habe, die nochmal hier so ein Headlight von hinten und das alles irgendwie mit einem Videomischer dazu, sodass man halt so verschiedene Videoperspektiven hat und eben auch ein Instagram-able Hintergrund, wie man immer so schön sagt. Also halt irgendwo was, wo man mit zwei, drei Personen halt nicht sitzen kann, um jetzt so ein Format zu machen. Okay, also irgendwie die Kontext-Couch, wie ich sie mittlerweile nenne. Die Kontext-Couch. Also irgendwie, informelles Setup passt vielleicht besser. Okay, aber auch da hätte ich, denke ich, Bilder. Das wäre jetzt nicht das. Ja klar, wir nehmen die Bilder, die wir gemacht haben, oder die Ausschnitte, die wir gemacht haben, als du in Potsdam warst. Das war ja, genau. Das war jetzt zwar kein Studio, aber das war ja das große Besteck temporär aufgebaut. Genau. Okay, ja, das wäre, genau. Wie wollen wir das präsentieren? Ja, so, und ich meine,
können wir einfach zeigen, weil das ist irgendwie also so. Wir können das alles halt, glaube ich, irgendwie zeigen. Also ich würde zu jedem, ich würde auch aus meinem Fundus zu jedem irgendwie ein Foto rausgesucht bekommen. Jetzt nicht so ganz, also jetzt nicht live, aber zumindest natürlich bis zur nächsten Woche. Ja, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Also irgendwie auch echte Fotos, wie gesagt, so die billige Variante, böse gesagt, wäre jetzt einfach zu sagen, so das sind die Amazon-Artikel, die euch in den Warenkorb legen müsst, aber das kann halt irgendwie auch jeder. Wir wollen ja irgendwie durchaus, Und ich würde da halt auch jetzt gar nicht so wahnsinnig, also wenn du jetzt dahinter diese Lösungsszenarien und die Beschreibung irgendwie eine Zeit hinterschreiben würdest, ich würde da jetzt insgesamt nicht mehr als, sage ich mal, 10, maximal 15 Minuten oder sowas dafür veranschlagen, weil sonst kommt man halt zu sehr. Wir reichen das in 5 Minuten runter. Also irgendwie das kann man auch gerne machen. Ich meine, aber da schaffst du ja halt nicht mehr als irgendwie kurz ein paar. Also schafft man jetzt nicht mehr zu diskutieren, als wir jetzt halt gerade gesagt haben. Genau. Genauso würde ich es auch runter. Nur mit einem Bild sagt mehr als 1000 Worte. 1000 Worte, ja. 3 Bilder, vielleicht noch ein paar Annotationen in den Bildern. Und je nachdem, wie wir es dann wirklich selber machen vom Stream her, könnte man groß oder auch so die mittlere, die Variante zwischen mittel und groß ja auch einfach in deinem und meinem Büro zeigen. Ja. Ja. Ja, würde ich jetzt auch sagen, irgendwie 5 bis 7 Minuten, weil ich glaube, das Problem ist, je eher man über Technik spricht, desto abschreckender wirkt das. Ja, vermutlich ist das so. Also ich meine, die Message sollte am Ende sein, du kannst mit dem ganz kleinen anfangen und du kannst es dann immer beliebig hochskalieren, aber du musst halt nicht jetzt die super pornöse Ausstattung haben. Es geht halt auch erstmal mit dem kleinen Setup und du kannst halt Erfahrungen damit sammeln und dann kann man das halt immer beliebig. Ja. Das wäre ja irgendwie sozusagen, es eskaliert nicht nur ihre Massen-Live-Vorlesung, sondern auch ihr Equipment. So, Okay. Genau. Punkt da drüber, was ist Livestreaming? Ja. Was hast du dir da so? Genau. Ich glaube, ich würde kurz eine Umfrage machen. Wer hat schon mal, denn mir ist ja Twitch egal. Auch irgendwie, mir ist ja die Plattform, die man wählt, egal. Man könnte da ja auch einen geschlossenen, passwortgeschützten, wie auch immer, Bereich draus machen. Das ist mir ja, das ändert ja auch nichts daran, was man danach braucht und was man machen kann. Insofern würde ich, also ich habe die Umfrage schon mal in ein paar anderen Kontexten gemacht und tendenziell kennen die Leute eher YouTube, einfach so wegen der Demografie und wegen den Themen. Und dann kann man sagen, genau so. Nur das Logo ist anders und dass die Themen und die Funktionen von Videoplay vielleicht so ein ganz bisschen klein anders sind. Aber an sich schafft das so eine Nähe, so, hier YouTube, der hat nur dieses rote Logo, schon mal gesehen. Und von da kann man dann eben sagen, okay, das ist letztlich, wenn man schon mal eine Live-Veranstaltung im Fernseher gesehen hat, ist das ja irgendwie, also ich glaube, es haben mittlerweile schon mehr gemacht und ob sie es dann auf Facebook, auf wie auch immer oder auf Insta oder auf wie auch immer. Also ob sie selber schon mal gestreamt haben oder ob sie halt wo zugeschaut haben. Gesehen, also wir könnten, ich glaube die Frage, wer hat schon mal gestreamt, die können wir uns sparen. Also okay, du meinst, das sind die allerwenigsten. Ja. Und selbst, also die Frage ist ja immer, was macht man? Das ist so dieses Wortwolkenphänomen. Ja, was machst du mit der Wortwolke? Außer wegschmeißen. Insofern hätte ich jetzt gesagt, wer hat irgendwie schon mal zugeschaut und dann würde ich das Momentum nehmen und sagen, genauso funktioniert das auch. Vielleicht noch ein paar Screenshots zeigen. Da stecke ich jetzt ja vielleicht auch gar nicht so tief drin, aber so ein bisschen so die Streaming-Kultur, was sind das für Leute, die da so im Normalfall zuschauen, sind so Standardinhalte auf solchen Plattformen, in was für Kategorien unterteilt sich das da, dass halt das, wo wir ja im Normalfall streamen bei Science and Technology, irgendwie eigentlich so ein totaler Seitenkanal ist. Ja, also ich würde, glaube ich, beides machen. Ich würde so auf diese Gaming-Ecke gehen und sagen, okay, das ist irgendwie so der Haupt, aber das, woran ich ja auch letztlich inhaltlich arbeite, ist ja genau dieses, es gibt ja ganz viele Micro-Communities und Gemeinschaften, die sich um ein Thema versammeln, zum Beispiel Woodworking oder alles im Nähbereich. Es gibt irgendwie so einen Mikrokosmos auf Twitch, der sich mit beidem beschäftigt.
Es gibt eine Keyboarder-Szene, die konzentrieren sich nur darauf, Custom Keyboards, also wirklich einzelne Tasten zu löten, zu stecken. Ganz viele Etsy-Kleinsthand- und Kunsthandwerker arbeiten quasi on-stream, mit dem sie eh gearbeitet hätten. Also da wäre so das Ziel schon zu zeigen, dass es eben nicht nur Gaming ist. Natürlich ist die Plattform damit, das ist das Brot- und Buttergeschäft sozusagen. Aber dass da eben sowohl informelle Praktika, also Dinge, also Wissensvermittlung, aber auch formell, also ich meine, das, was wir im Vorstream hatten, diverse Professoren, Doktoranden, Research Assistants, die eben auch streamen, gerade aus den USA. Da würde ich irgendwie so ein kurzes Rad drehen und sagen, okay, das gibt es alles. Vielleicht auch ein paar Einwände und ja, das ist doch, also, ja. Okay, aber im Grunde, das könnte man ja im Prinzip direkt halt einfach auf der Seite zeigen, ne? Definitiv. Also das wäre, ja, auch da würde ich wieder, also eigentlich ist ja schon das Ziel, dass wir hier gar keine Folien benutzen. Richtig. Also weil das ist so ein bisschen das, was ich mir irgendwie so aufgeschrieben habe, ist, also auch um diesen hier mit Vorlesung 2.0, also eine schlechte PowerPoint-Präsentation wird ja jetzt nicht dadurch besser, indem man sie halt streamt, ne? Und sozusagen eine schlechte PowerPoint gestreamt ist eine gestreamte schlechte PowerPoint. Ja, also klar, ich meine, das ist ja der alte Spruch, ne? Aber mit der Digitalisierung und so. Ja. Ja, wir wollen ja auch keine schnelleren Pferdekutschen. Ne? Um jetzt richtig, hier, genau. Das Triple noch voll zu machen. Dann, genau, nee, kein Problem. Würde ich sagen, also keine Folien ist, das kriegen wir hin. Das, ja, warum? Informal, Edu, ich mache für mich mal ein paar Hinweise. Das eine ist die Makers and Craft-Szene, das andere ist Software and Game Developing. Wir streamen mal in Science and Technology. Wobei heute tatsächlich wieder in der Talkshow. Magst du mir mal den Link von diesem Etherpad schicken? Dann könnte ich nämlich jetzt gleich auch irgendwie noch so ein paar Sachen gleich reinticken. Kann sie dir natürlich. Kannst du den in das andere Etherpad reinmachen? Ja. Let me control my tabs. Tata. Ach so. Sehr schlau. Ich wusste jetzt, ja. Ja, okay, erst klar. Zweitkanal, meine Leute. Zweitkanal, genau. Ja. Ich habe diese Farben ausgestellt. Ich fand das immer ein bisschen komisch. Kann man ja machen. Also ich glaube, diese Farben sind natürlich dafür da, dass man halt sieht, wer was, also zumindest, dass verschiedene Leute daran geschrieben haben. Ja, dann würde ich da jeweils, Ich glaube, ich ziehe einfach aus jeder Kategorie eine Person raus. Und wir zeigen direkt den Stream. Also mit Zeitmarken natürlich. Ja. Und stumm geschaltet, logischerweise. Genau. Wie viel Zeit ungefähr für diesen Block? Ja, ich weiß nicht. Auch wieder so 10 Minuten sowas in dem Dreh? Ja, maximal. Also, ich meine, was ist denn hier die Kernbotschaft? Die Kernbotschaft ist, das ist ein Riesenkosmos, ne? Also, wenn man da halt, genau, mehr als nur Gaming. Kosmen, ist das der Plural? Ja. Kosmi? Ja. Und, ja, eigentlich ist es das ja schon. Und dann würde ich sagen, gib mir mal irgendwie 7 Minuten und wenn ich es in 5 schaffe, ist auch, dann nehme ich in 5. Also, weil 10 ist immer so echt lang. Also, weil es lange Lernvideos, 10 Minuten. Du weißt, ich mache auch mal Videos mit einer Stunde. Ja. Oh, Kosmos hat tatsächlich keinen Plural. Oh. Laut Wiktionary. Weil es natürlich klar ist, es gibt nur den einen Kosmos, das gesamte Weltall, das Universum. Aber dann ist ja neben Graffito der korrekteste aller Singuli Nischenkosmos. So. Ja. Wer hat. Ich meine den Punkt. Ja. Überleg gerade, ich habe natürlich super viele Statistiken zu
Lauflänge, wie viele Leute sind in so einem Chat, aber da will ich auch nicht zu sehr abnörden. Wir müssen doch gleich mal über die Reihenfolge. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Reihenfolge, dass man irgendwie sagt, so hey. Also definitiv. Und willkommen. Also bis jetzt ist die Reihenfolge, würde ich sagen, mehr als sinnvoll. Weil ich meine, ja. Jetzt ist so ein bisschen, also das Ende von diesem, was das Livestreaming-Abschnitt ist, ja, also da gibt es ganz viele Leute, die das machen. Die machen das auch manchmal halt irgendwie so, also nebenbei. Also die wollen eigentlich was anderes machen. Die wollen halt, keine Ahnung, Keyboards bauen, aber weil sie sich halt gerne darüber austauschen, streamen die es halt nebenbei. Und der Aufwand, das zu tun, ist halt relativ gering, weil man halt eigentlich irgendwie das mit einem kleinen Setup machen kann. Und was bräuchte man denn jetzt konkret, wenn man das halt selber machen will? Das wäre jetzt ja so ein bisschen das. Wollen wir dann wirklich warum streamen die Videos? Wäre ja so durchaus, also was ist das? Warum macht man das denn? Ja, das könnte man jetzt auch noch als kurzen Punkt, das wäre gar nicht so uninteressant, ja. Ja, kann man da sehen. Also, weil ich meine, das ist ja auch als, was wäre vielleicht ein Grund, das halt als Lehrperson zu machen, ne? Als Ziel. Ja. Wäre tatsächlich interessant, zumal es da auch durchaus das eine oder andere Paper gibt, das mir durchlesen muss, um auch herauszufinden, warum gucken sich das Leute an? Also, das ist ja irgendwie durchaus die Rezipientenrolle. Ja. Okay, dann sind wir wahrscheinlich auch eher bei 4. Aber dann werden hier oben auf jeden Fall so 7 Minuten draus. Ja. Warum schauen sich Leute das an? Genau. Ich gucke nochmal in unseren. So, jetzt haben wir hier ganz viele Formate. Das wäre somit das Nächste. Ne? Yep. Also du meinst jetzt, was so sozusagen irgendwie so Chalk and Talk, irgendwie so ein Just Chatting-Format, so ein ich bin irgendwie in einem Labor und mache irgendwie so Demonstrationen. Ich habe auch konkret, ich habe da mal was vorbereitet. Also rein von der. Gib mir eine Sekunde. Ich hätte gesagt, dass in meinem Kontrollbild mein Greenscreen, je nachdem wie meine Kamera, wie ich wahrscheinlich sitze. Ja. Der ist so ganz leicht grau auch zu deiner rechten Schulter. Aber. Egal. Ja. So, ich hab da mal, also wenn. Oh Gott. Ah ja. Wenn ich über Sachen reden müsste, so im Sinne von was gibt's denn wie oft, dann würde ich diese Dinge sehen. Also wenn du zum Beispiel deine Sprechstunde machst, das ist so eine typische Office Hour, die ja auch Menschen im tertiären Bildungsbereich bekannt sind. Dann ist es tatsächlich sowas, wie wir jetzt machen, Watch Me Work. Kann interessant sein, vor allem, ich meine, wir machen das jetzt als Metastream. Das kann aber vor allem, es ist vor allem interessant, wenn wir über Domänexperten sprechen. Zum Beispiel, weiß nicht, Stefan, also Wolfram ist wahrscheinlich ein Begriff. Sag mir jetzt nichts. Wie bitte? Sag mir jetzt nichts. Genau. Doch, den kennst du auf jeden Fall. Das ist Mathematiker Wolfram. Wolfram Alpha. Ich kenn Wolfram Alpha, ja. Und ich meine, dass der. Guck mal, das ist doch ein schönes Beispiel direkt mal. Ich such's direkt live raus. Sieht man den Bildschirm noch? Nein, dann mach ich ihn mal groß. Ist tatsächlich auch einer. Genau, also manchmal muss man ja wegen Namen und so aufpassen, aber. Steffen, Wolfram ist der Creator of Mathematica, Wolfram Alpha. So, und. Pass auf. Ist auch einer der Science and Technology-Leute, die man sich durchaus mal angucken kann. Und. Moment, doch, jetzt seht ihr was. Und. Er nennt das Live-CEOing, also es ist so ein bisschen aus
Videopodcast, aber auch wir und so jemandem natürlich zuzuschauen, das ist natürlich durchaus interessant, einfach qua Person. Und dem schaust du wahrscheinlich einfach mal so zu, also im Sinne von, wie arbeitet der denn, was erzählt der denn da oder welche Fehler macht er, wie auch immer. So dieser Schulterblick, den man ja so niemals bekommen würde. Und das gleiche Phänomen haben wir ja auch bei E-Sports oder Profispielern im Gaming-Bereich, den man ja aus Skill oder aus Persona-Gründen sozusagen zuschauen möchte. Und das ist eben ein Bereich, ja, den gäbe es nicht, wenn nicht solche Personen und Individuen entscheiden würden, hey, ich streame jetzt meine 668. Folge und schaue mir zu, wie ich Language Design, Wolfram Language mache. Also ist durchaus was, wo man sagen kann, okay, das ist halt auch super nischenhaft, aber zieht eben auch Leute an. Und da habe ich noch deutlich mehr Beispiele. Ja, ich meine, ich habe ja in der semesterfreien Zeit zum Beispiel, um meinen trotzdem irgendwie wöchentlichen Sprechstundentermin zu machen oder halt einfach meine Skills hochzuhalten in wie funktioniert das alles mit dem Streaming und wie bediene ich da meine Technik, habe ich ja auch einfach manchmal tatsächlich, auch wenn kein Student da war und es keine Fragen gab, halt irgendwie gestreamt und habe halt Lernspiele aus der Elektrotechnik ausprobiert und habe mir irgendwelche geilen neuen Sachen in MATLAB oder in Octave oder was auch immer angeschaut, irgendwelche neuen Toolboxen oder habe irgendwelche Quizze im Internet durchgequizt. Ja. Oder mir halt so gamifizierte Lehrformate angeschaut, die ich mir vermutlich eh irgendwie angeschaut hatte, aber dann habe ich sie halt gleich sozusagen in dem Sinne irgendwie öffentlich ausprobiert, ein bisschen besprochen. Und es gab halt immer dann noch irgendwie ein paar Leute, die sich das halt angeschaut haben oder die mir dann irgendwie Fragen dazu geschrieben haben oder das nochmal irgendwie kommentiert haben. Ja, cool. Klar, das lohnt sich halt schon. Genau. Also ich glaube, die Liste ist zu lang. Ich würde sagen, wir gehen halt einfach mal durch. Ich habe, glaube ich, zu jedem irgendwie ein Beispiel. Aber wir könnten da irgendwie durchaus so die interessantesten 4, 5 zumindest, also ich würde sagen, wir gehen mal durch und gucken, wie das bei rauskommt. Coding, also wenn das sozusagen schau mir zu ist, dann ist das die, lass uns zusammenarbeiten. Gibt es durchaus so Menschen wie Spider-ID, die mit Leuten live einbalsamierte Spinnen identifizieren. Es gibt auch diverse, das ist dann so das NEG oder das wäre dann Study Together, wo, ja, ich glaube, die könnte man mal zusammen, wo jeder seins macht oder ihres, aber man in den gleichen Intervallen lernt. Also viele nennen es dann Pomodoro, das ist eigentlich was anderes, aber dieses Study Together oder Study With Me, da gibt es auch eine relativ große Community. Und das ist ja irgendwie auch ein anderes Motiv. Also wenn ich sage, okay, ich will dir zuschauen, weil ich mir jetzt angucken will, wie du ein Serious Game löst oder wie du, also zum Beispiel Volcano Dog hat Teile ihrer Dissertation oder auch wissenschaftliche Paper im Stream gemacht und hat quasi nicht Splice, aber quasi eine andere Art von Modellierung, glaube ich, für Erdbeben, irgendwie sowas in die Richtung auch live gemacht. War sehr interessant anzuschauen, auch wenn man kein Geologe ist. Aber das ist ja einfach ein anderes Motiv. Bei Study Together ist ja okay, du machst deins, ich mach meins, aber wir sind in so einem, ja, einer Kohorte mehr oder minder. Da habe ich jetzt keinen Kanal auswendig, ist glaube ich auch eher so ein, das könnte man in einem Atemzug erwähnen. Also da das jetzt ja relativ viele sind, vielleicht könnten wir sozusagen die rausnehmen, die an so einer klassischen Lehrveranstaltung noch irgendwie am nächsten dran sind. Und das wären halt vermutlich die, also weiß nicht, wir können sie ja natürlich jetzt mal trotzdem alle kurz durchgehen. Es ist natürlich auch, gibt es nicht so eine super klare Abgrenzung, sondern dass da ist definitiv ein Graubereich und das geht manchmal ineinander über. Ja. Also zum Beispiel meine Sprechstunde, ich weiß jetzt nicht, was du unter Question-Based verstehst, aber meine Get-to-Know-Sprechstunde wäre ja auch so fragenbasiert. Also ich komme halt hin, begrüße alle recht herzlich und sage, was gibt es heute eigentlich für Fragen und dann fangen wir halt irgendwie an. Und dann gibt es eigentlich sozusagen, ein AMA ist ja irgendwie auch nichts. Also ein Ask Me Anything oder ein Askathon ist ja, also kann man sich jetzt irgendwie wissenschaftlich, oder das sind irgendwie so Nitty-Gritty-Abgrenzungen, aber eigentlich same. Ja. Ja. Sehr gut. So, Moment. Genau. Watch Me Work, Study Together. Ja, da wäre es vielleicht ganz interessant, da gibt es tatsächlich auch auf YouTube so die einen oder anderen
Videos, wo es dann wirklich irgendwie 12 Stunden lang geht, über den Lernfortschritts und deren Intensität lässt sich streiten. Aber was ich so spannend finde, auch aus wissenschaftlicher Sicht, dass ja wie Menschen lernen oder gerade Studierende oder wie einige denken, dass sie lernen sollten, doch mindestens so teilweise so antiquiert ist, nämlich einfach viel und lang und intensiv, genauso oder teilweise so antiquiert wie unsere Lehrformate. Also ist auch wieder so ein zünd den Wald bitte nicht zu sehr an, aber nur mal gucken, dass man nicht zu sehr in eine Richtung geht. Also ich glaube tatsächlich, die würde ich ausgrenzen, weil da sehe ich mich einfach thematisch komplett entgleisen, so vom, ja, weil, also ich glaube, um auch zu erklären, was das genau ist und was das jetzt mit, also ich will auch vermeiden, dass das, Livestreaming, da sitzen welche und lernen 12 Stunden lang und reden aber nicht miteinander. Das wäre so das Schlimmste, was passieren könnte. Deswegen ist ein Format, aber ja, Digital Talk and Talk, die Mathematiker und Co., also da habe ich irgendwie X Mathe und vor allem Physik Profs, vielleicht auch die KVB-Vorlesung oder K von B, die wir vorhin offstream geredet haben, weil es war ja letztlich auch so ein, ich schreibe was, dann gehe ich zurück in Excel, dann gehe ich zurück, dann schreibe ich wieder was, gehe wieder zurück auf Excel. Das ist ja zum Beispiel was ich auch ganz viel mache, also in meinen Sprechstunden. Ich schreibe halt was auf ein Zeichentablet, dann mache ich MATLAB auf oder Octave, dann tippe ich da Formeln ein, dann rechnen wir irgendwie was. Dann sage ich, oh, jetzt schön, jetzt haben wir das verglichen, jetzt können wir das mal nochmal mit einem anderen Tool simulieren. Und das ist, das finde ich halt immer so toll, wenn man das eben irgendwie alles mit digitaler Tinte an einem Rechner, Beamer und so macht, dass man dann halt auch die Sachen eben übereinander schieben kann und gucken kann, dass man das, was man vorher von Hand gezeichnet hat, dass das halt auch der vom Computer gezeichneten Kurve oder dem Diagramm entspricht und so weiter. Da habe ich, ich würde sagen, Digital Talk and Talk ist auf jeden Fall gesetzt, so einfach schon im Sinne von auch wieder Streams zeigen. Wenn man das geschickt macht, zeigen wir hier unten andere als hier oben. Ja. Und genau. So eine reaktionäre Medienanalyse. Ich glaube, einige stören sich an dem Wort reaktionär, aber es geht ja nicht um Aufrührer oder Rebellion, sondern um auf das Reagieren von existierendem Inhalt, ohne man selber keinen Inhalt erstellen könnte. Die finde ich tatsächlich auch für unterschiedliche Studiengänge. Ja, und das Reactionary heißt ja nicht in dem Sinne reaktionär, sondern halt, man reagiert da drauf. Genau, Man schaut sich was an und kommentiert das, diskutiert das. Genau. Das ist ja tatsächlich auch, wenn man jetzt Dinge, und ich meine, warum funktioniert das so gut auf Social Media? Würde ich behaupten, gerade wenn das von Leuten kommt, die auch wieder ein sehr krasses Domänenwissen mitbringen und auch Dinge aus einem Video oder aus einem, oder überhaupt Menschen, die erklären können, ob der Clip überhaupt echt ist. Das ist ja durchaus, also das fände ich durchaus interessant, aber auch wenn man jetzt, und das könnte man natürlich auch mit Laborarbeit, also im Sinne von, also Szenario ist, du gehst durchs Labor, erklärst irgendwas, von mir aus einer Sicherheitsschulung, irgendwas vermeintlich Langweiliges und irgendein Kollege von dir zeigt das in der Vorlesung oder streamt es live und kommentiert aber noch extra was dazu. Also ich sehe so Bausteine, wo man sagen kann, okay, die lassen sich auch gut miteinander kombinieren. Dialog, Interview, Panel, ist irgendwie auch sowas, wie wir es jetzt tun. Also gibt es auch tatsächlich noch ein Tutorium, als auch unser Cloud-Stream, den wir letztes Jahr im Mai gemacht haben. Am HPI, genau. Labwork wären auch Experimente, oder? Ja, definitiv, ja. Ja. Vor allem, was ich daran interessant finde, das ist so eines der Inhalte, die man mal nicht eben zu Hause, also bisher konnte man das alles mal eben zu Hause machen. Also rein vom Equipment her. So dieses Lab, auch die so ein bisschen den Campus mit einbeziehen, das wäre ja durchaus eine Idee, wenn man das denn möchte. Das kann man eben nicht mal eben so. Also auch, um sich zum Beispiel abzugrenzen. Ein Follow Me Around
ist sehr speziell, aber auch da hinsichtlich irgendwie, anstatt Hochglanz-Marketing zu betreiben, ein echtes, so sieht der Campus aus und es gibt keinen Realitätsschock, wenn ihr merkt, dass die Sonne nicht immer wunderschön über Potsdam und Magdeburg hängt, sondern hier regnet es auch mal. Also das wäre so ein realistischer Blick. Hat aber natürlich, also es ist, wir reden ja quasi über Outdoor-Streaming oder Mobile-Streaming, hat, glaube ich, jetzt auch weniger was für... Es ist auch fast schon zu realitätsfern, würde ich sagen. Vor allem, wenn man... Ja, es ist halt so ein Spezialding. Also ich meine, ich habe das halt auch schon benutzt. Wir haben ja auch Kooperation mit ukrainischen Studierenden zum Beispiel und dann habe ich halt auch so ein relativ klassisches Lehrveranstaltungsformat. Wir haben uns kurz irgendwie Netzwerkkorrektionsverfahren angeschaut, haben da irgendwie eine kleine Aufgabe zugerechnet gemeinsam und dann haben die Studierenden eigene Aufgaben gerechnet und dann haben wir uns halt nochmal im Anschluss halt eine virtuelle Laborführung gemacht und dann habe ich mir im Prinzip mein Handy geschnappt, habe das in die Videokonferenz eingewählt, bin damit Follow Me Around mäßig durchs Gebäude gelaufen und habe halt einmal einen virtuellen Laborrundgang, wenn man so will, einen kommentierten durch alle unsere wichtigen Labore gemacht. Und man konnte sich das halt über die Videokonferenz halt anschauen. Ist jetzt was man halt vielleicht irgendwie einmal im Jahr macht, wenn es halt gerade gut passt. Ne? Klar. Aber ist jetzt auch durchaus, also ist ja durchaus einfach, was man mal machen kann. Also gerade wenn man es, also natürlich ist das irgendwie was anderes, aber allein zu sagen, okay, das ist eben ein Lehrformat und wer weiß, vielleicht gibt es ja durchaus Studierendengänge, ich weiß nicht, ja, ich habe Kollegen, die sind irgendwie auf Ausgrabungen hier Richtung Archäologie oder die buddeln irgendwelche Meteoriten aus. Also es gibt ja durchaus auch einfach spezielle Bedingungen in speziellen Studiengängen. Sind ja nicht alles nur Labor- und Schreibtischtäter. Aber einfach so mal so diese Idee in Köpfe zu pflanzen. Genau. Practical Hands-on Simulation Demo, das machst du ja auch. Ja, aber grenzt sich durchaus ab, wenn man eben mal selber macht. Wenn es natürlich ein wirklich physisches Experiment ist, wäre das eher das. Wenn du jetzt eine Simulation LTSpice hast, ist es eben eine Simulation. Oder wenn man irgendwelche Logikgatter online schaltet. Ja, das ist halt so ein bisschen die Sache. Also ob das jetzt, also was mir so einfallen würde, ist, wenn ich jetzt mit Studierenden, ich mache ja zum Beispiel in 2 Wochen wieder einen Workshop, wo es um LTSpice-Simulation geht, den werde ich auch bei Twitch streamen höchstwahrscheinlich. Und da ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man natürlich, wenn man sagt, so jetzt ist ungefähr das Beispiel, versucht das halt mal nachzubauen und halt ein paar Sachen auszuprobieren, dass die eine das halt ganz schnell schafft und klick, 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 klick und ich bin jetzt irgendwie fertig und was soll ich jetzt machen und eine andere Person braucht halt irgendwie viel länger und muss 3-mal nachfragen und wo finde ich jetzt den Knopf und wie muss ich das machen und also da ist so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man das halt mit mehr Leuten macht, dass irgendwo, also dass das dann trotzdem irgendwie wieder in dieses synchrone Format passt. Ich meine, da ist dann ein vorproduziertes Video manchmal besser, wo die Leute halt anhalten können, sagen, okay, die 3 Schritte klicke ich jetzt mal nach, okay, wie geht's weiter, jetzt gucke ich mir das halt weiter an. Ja. Ansonsten, was wir auch schon gemacht haben, ist natürlich so im Rahmen von Studienwerbungsformaten. Wir haben SchülerInnen so kleine Bastel-Experimentier-Kits per Post nach Hause geschickt und haben dann eine Videokonferenz gemacht und in der Videokonferenz sozusagen angeleitet, wie man mit diesem Experimentierkit halt eine kleine Schaltung zusammenbaut und da verschiedene Sachen drin ausprobiert. Und das verbindet ja dann irgendwo, also in der Pandemie natürlich, ne? Und das verbindet natürlich so ein Online-Format mit, ich bastel da halt ganz praktisch was. Und wir haben bei uns ja auch so Kästen zum Beispiel, so für so ein Home-Lab, also wo eigentlich Studierende in die Uni kommen können, sich so einen Experimentierkasten wie so einen Werkzeugkoffer ausleihen, damit halt nach Hause gehen und dann zu Hause das ganze Semester über halt kleine Experimente machen. Und dann ist natürlich wieder die Sache, naja, wann macht man das? Potenziell nie. Man braucht über so ein bisschen Anleitung, so ein bisschen so einen Schub, so ein bisschen so ein Nudging und ein bisschen virtuelles Lagerfeuer, um dass man das halt herum macht. Und das ist dann vielleicht irgendwie so ein wöchentlicher Stream, ne? Oder halt so eine Office-Hour, in die man dann so... Also ich glaube, das zeigt halt ganz schön. Also wenn man mal so ein bisschen brainstormt über diese Formate, ich finde deine Übersicht sehr gut.
Also man könnte die jetzt vielleicht noch sozusagen ein bisschen mehr clustern, aber ja. Haben wir jetzt ja gerade schon gemacht. Also dann fallen einem halt ganz viele Sachen ein, finde ich jetzt auf einmal, wo man halt sagt, ey, da würde das eigentlich total gut passen oder eigentlich machen wir sowas halt, haben wir sowas auch schon mal gemacht und das würde in der Taxonomie jetzt oder in dieser Kategorisierung irgendwie da in diese zwei oder drei Kategorien halt reinpassen. Ja. Ich meine, man kann es ja auch noch weiter auf bauen und irgendwie noch weiter zerpflücken, wie viele Sprecher, wie viele Chat-Messages gehen da ein, welche, sieht man die Person oder sieht man auch die Person nicht, also man könnte ja auch, du könntest ja zum Beispiel auch jetzt nicht zwei Personen haben, so wie man jetzt uns hier sieht, sondern du könntest ja auch genauso gut sagen, ich höre nur jemanden oder das ist mein Tutor oder das ist ein Student, also und dann wird es total feingliedrig und das ist sozusagen einfach schon das Ergebnis aus dem, wo ich sage, okay, wenn man mal durch genug Streams geht, läuft es oft auf irgendwie diese Punkte hinaus. Wohl wissend, dass es eben, ja, für den einen ist es schon ein Erstklasse, wenn drei Fragen gestellt werden und für den anderen ist das so, nee, unter 20 Fragen. Also es fängt dann irgendwie an, so ein bisschen arbiträr zu werden, weil man es nicht allzu scharf voneinander trennen kann. Aber dass es überhaupt irgendwie möglich ist, wäre so das eine. Die Frage ist jetzt, hat man bei dir so gerade, glaube ich, ein bisschen, oder ich habe es rausgehört, also man kann natürlich jetzt die Matrix aufmachen, wie gut skaliert das? Bis zu wie vielen Leuten funktioniert das grob? Ab wann brauche ich denn diesen zweiten Sidekick oder auch einen Moderator oder einen Tutor von mir aus? Das wären jetzt sozusagen ja, Spalten, die in meinem Kopf aufgehen, die irgendwie hier noch rein könnten, weil ja, wenn vor allem wenn Studierende was selber machen sollen, dann ist die Skalierbarkeit schnell dahin. Wobei, ich denke jetzt einfach mal laut, darum geht es ja hier, wenn wir natürlich jetzt noch die Werkzeuge, weil das ist ja eher fast schon eine alte Welt, wenn wir jetzt uns aber noch anschauen, welche Werkzeuge habe ich denn in einem Stream, dann habe ich ja zum Beispiel sowas wie ein Chatbot-Command, also zum Beispiel sowas. Und ich kann mir durchaus anschauen, wie sehr können sich Lernende oder Zuschauende, ich würde die jetzt in einem Stream gleichsetzen, selbst helfen. Also wie sehr kann man zum Beispiel das aktuelle Thema von einem Stream, wenn es denn hinterlegt ist, erfahren. Also das ist sozusagen, wenn du jetzt als Dozent hinterlegt hast, was das Thema ist und ob du jetzt Topic oder Thema schreibst, sei jetzt erstmal egal, dann sparst du dir, was machen wir denn heute? So als Frage. Und das ist vielleicht auch eine Variante, die man in der Vorlesung nicht fragen würde oder vielleicht nur seinem Nachbarn, wenn man in... Also, weißt du, worauf ich hinaus will? Man könnte, also diese Selbsthilfe als Interaktion geht eben über den Chat und die hätte man niemals, so Hashtag Mehrwert, die hätte man niemals in der klassischen Vorlesung. Und erst recht nicht, wenn die Vorlesung nur über Zoom oder sonst was läuft. Weil dann bist du, wenn du zu Hause bist und lost bist, bist du einfach lost zu Hause. Okay. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich das Umfassendste, über diese ganzen Formate zu sprechen, aber ist, glaube ich, durchaus sinnvoll. Ja. Ich würde jetzt als nächstes sehen, um wieder auf diesen inwieweit sitzen da halt Leute hauptsächlich dann in der konsumierenden Haltung und schauen sich das an. Ja. Weil ich meine, das Hardware-Anforderung Budgetrahmen, das haben wir halt oben schon in dem Dings ja, drin, ne? Ja, würde ich auch sagen. So. Was wir jetzt noch nicht so haben, ist hier niedrigschwellige Abstimmungen. Das wäre ja genau. Ja, also die ich meine, Live-Experimente. Die Interaktionsformate da unten, um genau. Fragen und Interaktionen einzubauen. Ja. So, warte mal, jetzt kommt der. Was habe ich vorhin gesagt? Rudi Carell in mir. Da habe ich jetzt mal was vorbereitet. Ich habe ein bisschen Angst. Du musst mal in das Etherpad wieder reingehen. Ja. Oha. Oh ja, okay. Ja,
Ja. So, also man hätte natürlich primär den Chat auf der Streaming-Plattform. Das ist ja, ja. der, den du angesprochen hast mit dem Chatbot. Ja. So, ja, dann. Und User to User. Also, das ist ja durchaus das Interessante. Sag nochmal. User to User. Also, es können sich ja auch zwei Menschen im Chat quasi über ein Off-Topic unterhalten, was für sie aber gerade total relevant ist. Ohne nennenswert dich als Dozenten zu stören. Wenn jetzt zwei Leute in der Vorlesung, ich weiß, der Vergleich hinkt, klar, aber wenn jetzt zwei Leute in der Vorlesung anfangen zu laut miteinander zu sprechen, das hörst du dir halt genau 10 Sekunden lang an und bittest dann, die Kaffeepause rauszulegen. Im Chat ist das eigentlich egal. Ja, genau. Und ich meine, da kann man jetzt halt, würde ich halt sagen, in einem wirklich klassischen Vorlesungsformat, in einem großen Hörsaal, wo du halt irgendwie vorne stehst als Dozent, als Dozentin mit einem Hörsaalmikrofon, was über eine 500 Watt PA läuft, kann dir das auch relativ egal sein, wenn die Leute sich halt da irgendwie unterhalten im Hörsaal, weil im Zweifel drehst du halt einfach den Ton ein bisschen lauter, jetzt überspitzt gesagt. Und ich würde halt sagen, in einem klassischen Präsenzformat, wenn du jetzt leise mit deinem Nachbar, deiner Nachbarin tuschelst, ist das ja auch weniger störend. Das würde ich halt sagen, ist eigentlich so ein klassischer Zoom-Nachteil, weil halt alle gemeinsam in der einen Audio-Kollisionsdomäne sind und jeder, der sein Mikrofon anmacht, ist halt sofort von allen in voller Lautstärke hörbar. Du kannst halt eben nicht murmeln. Du kannst halt natürlich über den Zoom-Privatchat mit anderen Leuten, ja, oder über einen Privatchat in einem anderen Videokonferenztool eben dich austauschen. Haben wir ja auch schon mal diskutiert. Es gab Dozentinnen, die halt gesagt haben, nein, das ist böse, das deaktiviere ich, das schalte ich ab, das verbiete ich, was natürlich dazu führt, dass, deswegen steht es ja auch als nächster Punkt da, dass halt Lernende sich außerhalb der eigentlichen Videokonferenz und oder Streaming-Plattform über einen Messenger der Wahl dann halt austauschen. Also ich meine, die Leute sind ja sowieso die ganze Zeit irgendwie online. Egal. Zumal, wofür benutzt man den Zoom Private Chat, um seine neuen Kommilitonen irgendwie in der ersten Infoveranstaltung, mit denen man sich anscheinend irgendwie ganz gut austauschen kann, oder jemand hat was anderes, man hat jemanden gefunden, der auch was Sinnvolles gesagt hat, ja, um dem kurz zu fragen, ob er WhatsApp oder Telegram hat. So, also, und dann benutzt man nie wieder den Zoom-Chat, Leute. Also, ja, weil der Zoom-Chat eben auch immer nach einem Meeting tot ist. Ne? Also das würde ich halt auch immer als einen Nachteil der internen Chats auf der Streaming-Plattform eben sehen, dass die natürlich die Lebensdauer des Streams oder des Meetings haben. Ich habe mal Lernperspektive hinzugeschrieben, denn als Lehrender, als Dozent, ja, total archaische Rollenverteilung, aber ist so. Habe ich natürlich, im Chat passiert also eigentlich, der Zoom-Chat ist tot, lang lebe der Zoom-Chat, oder? Ja, ich meine, das Ding ist, also wieder mit den Tooligans und mit den Sachen, jedes externe Tool, was du natürlich benutzt, ist wieder ein Medienbruch. Wie kriegst du die Leute dahin? Du musst dann wieder einen Link irgendwo hinpacken oder halt einen QR-Code irgendwie auf Folien bauen, der die Leute irgendwo hinbringt. Wenn die Leute vor einem guten Rechner sitzen mit mehreren Monitoren, ist das und einigermaßen IT-affin sind und digital mündig, dann können sie halt damit umgehen im Idealfall. Ich meine, wenn du jetzt Leute hast, die schon eigentlich mit einer Videokonferenz oder mit einem Stream überfordert sind, dann ist natürlich jeder zusätzliche Seitenkanal, den du irgendwo aufmachst, ist halt Cognitive Overload. Das stimmt wohl. Von daher muss man das so sicherlich auch irgendwie sparsam nutzen. Wollen wir dann irgendwie eine Empfehlung rausgeben? Naja, ich meine, man muss sich halt überlegen, was will man halt machen, ne? Also ich würde immer sagen, es passt halt nicht alles zu allem. Also was hab ich für ein Problem? Was habe ich für ein Ziel, was habe ich für ein Szenario? Und dann muss ich mir halt die ein, zwei Tools dafür raussuchen, die in dem Fall das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und im Zweifel lieber eins weniger als eins mehr. Aber es wird selten Lehrveranstaltungen oder Formate geben, wo ich das halt alles gleichzeitig brauche und alles gleichzeitig nutze, weil das im Normalfall total mit Kanonen auf Spatzen schießen ist und Leute halt total überfordern wird. Und eher ausgrenzen wird, als dass es sie halt integriert durch Aktivierung und durch Interaktionsmöglichkeiten. Aber
Ja, also es gibt einen Chat, intern, es gibt einen Chat außerhalb, es gibt so tolle Fragensammeltools. Ja. Da können wir auch gleich uns noch drüber unterhalten, ob wir halt eins davon, das würde ich sehr vorschlagen, halt parallel dann zu diesem Stream laufen lassen, um da halt Fragen zu sammeln. Etherpads ist heute das schönste Beispiel dafür, wie gut man die halt nutzen kann für sowas. Lieblingstool, frag jetzt oder? Frag jetzt ist super gut. Also das ist halt so nicht kommerziell und keine Werbung und kein Dings und macht im Prinzip das, was es soll. Ja, dann wenn man jetzt halt in den Lehrveranstaltungsformaten unterwegs ist, gibt es natürlich ein Moodle oder ein Ilias, da gibt es so Nachrichtenforen. Ich weiß nicht, würde ich jetzt, aber ist jetzt aus meiner Sicht nichts, was ich jetzt direkt nach oder während eines Streams benutzen würde. Ja. Das benutze ich halt typischerweise, um nach einem Stream oder nach einer gestreamten Lehrveranstaltung oder nach irgendeinem Format nochmal meine Lernenden darauf hinzuweisen. Hier übrigens, da findet ihr halt die Aufzeichnung und da findet ihr das MATLAB-Skript, was ich heute geschrieben habe und da findet ihr meine Notizen, um euch die halt vielleicht nochmal anzuschauen. Also eigentlich eigentlich ist das nur ein Verweis auf ein Repository, oder? Also ja, oder zur Nachbereitung, ne? Also Verweis auf erstellte Materialien, auf im Stream erstellte Materialien. Ja. Also das ist ja eigentlich, um Fear of Missing Out zu reduzieren, weil dir kann es ja egal sein. Es ist dir natürlich nicht egal. Ja, also um nachzuvollziehen, warum du das machst, genau. Ja. Okay. So, und dann, klar, Cloud-Speicher haben wir uns beim letzten Mal drüber unterhalten. Da kann man natürlich auch irgendwie tolle Sachen machen. Ist ja auch irgendwie das Gleiche. Also wenn ich da was reinlege oder es liegt bei Twitch oder ich schiebe das automatisch sonst wo rüber, oder ich... Ja, also ich meine, die Übergänge sind wie immer fließend bei uns. Ja, die Lernmanagementsysteme von allen Universitäten, von den meisten würde ich eben so einschätzen, das sind halt in sich geschlossene Silos. Da kommen nur die Studierenden drauf, die halt an der jeweiligen Hochschule eingeschrieben sind. Wenn ich jetzt was bei Twitch mache, das wäre tatsächlich nochmal sehr interessant, oben sich diese Gründe anzuschauen, warum man halt als Lehrperson irgendwie was streamen sollte. Ja. Dann ist ein Grund für mich natürlich auch zu sagen, also warum soll das halt auch nicht Leute von anderen Unis interessieren? Ne? Ja. Warum Grundlagen Elektrotechnik? Warum mache ich Grundlagen Elektrotechnik nur für Magdeburger Studierende? Das können sich ja auch andere Leute anschauen. Und wenn ich dann für andere Leute was bereitstellen möchte, dann kann ich das eben nicht bei uns im Moodle hochladen, weil andere Leute da nicht drauf kommen. Also lade ich das zum Beispiel auf unsere Nextcloud hoch, dann kommen da andere Leute drauf. Ja. Oder bei Octave Online oder wo auch immer. Ja, tatsächlich, also wenn ich mir so meine Daten angucke, wie das vor allem der amerikanische englischsprachige Raum macht, dann ist das ganz oft der Verweis auf den Discord-Server, wo sozusagen die, also eigentlich reden wollen wir ja nur, also da findet sowohl die asynchrone Kommunikation statt, als auch das Verteilen von weiteren Informationen und von mir aus steckt dann der Repo-Link da drin auf irgendeinem GitHub bei den Softwareentwicklern oder es wird nochmal getwittert. Also insofern sehe ich, es ist irgendwie schon auch soziale Netzwerke. Also was man ganz oft sieht, ist der hier, dass dann ein Streamer, also jetzt reden wir wieder über die, die machen das so semi-professionell, teilweise auch professionell oder Vollzeit und auch in Teilzeit, dass sie eben ihren eigenen Discord-Server haben, wo sie ihre Community mit allen Regeln und Ritualen eben auch auf dem Discord-Server haben. Aber das würde definitiv helfen, wenn man diese Art von, okay, man braucht einen, ich glaube, Professor Lasch würde das als ein Hub für die digitale Communitas sozusagen. Und wo das dann liegt, ist erstmal egal. Aber die Login-Schranke sollte nicht unispezifisch sein. Das gefällt natürlich jetzt den ganzen IT-Administratoren da draußen nicht. Kann ich verstehen. Aber irgendwie beißt sich Uni-Infrastruktur vorschieben versus Citizen Science im weitesten Sinne oder auch Teilhabe. Also schwierig. Auch öffentliches Geld, öffentliche Ressourcen kommt da irgendwie so rein.
Da müssen wir auch gucken, ja, dass wir nicht von Tausendste in Hunderte kommen. Andersrum. Ja, aber ich meine, das wäre ja so ein Gedanke, der halt diese Openness von oben weiterführt. Ne? Also ja. Irgendwie so Public Money, Public Code. Und warum, ja. Warum soll das jetzt halt hier irgendwie nur privat stattfinden oder hochschulintern, was man eigentlich auch irgendwie öffentlich machen könnte? Mal jetzt nur für mich als Frage, ich bin jetzt nicht so der Discord-Experte, aber bei Discord könnte ich jetzt nicht direkt Dateien teilen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Simulationsmodell in LTSpice und das will ich jetzt, oder ich habe in MATLAB irgendwie einen Datensatz ausgewertet, der irgendwie ein paar Megabyte groß ist, den würde ich jetzt nicht irgendwie über Discord direkt teilen, ja, sondern ich würde den auch Kannst du machen, aber das ist so ähnlich sinnvoll wie eine Videodatei direkt in Moodle hochzuladen. Kann natürlich ja, okay. Moodle, will man aber eigentlich nicht. Also ja. Eigentlich willst du dann irgendwie, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie Code verteilen würde, dann gäbe es irgendwie den Link zum Repo. Und ja. Also irgendwie GitHub, was auch immer, und oder was Eigenes, oder Nextcloud-Link, ja. Ja, ja, ja. Genau, aber es geht um diesen Verteilungsmechanismus und dass sich das Personen abholen können, weil die Direktnachricht, und die gibt es ja auch bei Discord oder auch bei Rocket Chat, ich meine, das ist ja irgendwie, es ist nicht das Gleiche, sagen wir mal, das ist grob ähnlich. Grob ähnlich ist auch so ein super unscharfer Begriff. Aber es geht ja um dieses, kann mir es abholen. Ich als Lernender, ja. Ich irgendwie als Interessierter, ich kann es mir abholen und die Direktnachricht, wenn ich die jetzt irgendwie verpasse oder, ja, das ist, ja, der Mechanismus, würde ich behaupten, ist einfach ein anderer und es ist einfach so super beliebt. Also ganz viele Nachrichten sind dieser Discord-Befehl und ich wüsste jetzt auch nicht, was danach käme in den diversen Streams. Also, ja. So. Fallen dir noch weitere Interaktionsmöglichkeiten ein, die jetzt irgendwie komplett außerhalb dessen liegen? Also ich meine, es gibt noch diese Clickmaps oder diese Heatmaps oder, genau. Oder all hier so Quiz-Tools, Kahoot und sowas. Ne? Genau, also das mache ich ja auch irgendwie gerne. Würde ich tatsächlich auch noch so zusammen aufnehmen. Also ob ich jetzt Quiz-App-Tools, ja genau, Quiz-Tools. Ja. Genau, Mentimeter, Pingo, whatever. Ich glaube, mir fällt jetzt nichts weiteres mehr ein, was nennenswert einen weiteren Nutzen stiftet. Die Heatmaps kann man zeigen, da habe ich zumindest ein Archivbild. Oder es gibt ein Bild, das ich einfach auch immer zeige. Hat auch einen fachlichen Bezug. Genau, aber das wäre sozusagen ein Beispiel. Ja, man kann, ich glaube, Clickmaps, Heatmaps. Wenn wir ehrlich sind, sind natürlich jetzt die Quizze, das kennt man irgendwie aus Zoom, das ist so, boah, Also ist cool, wenn man es richtig benutzt. Warte mal. Ja, jetzt hat sich da doch gerade eine Synapse gemeldet. Wir könnten dieses Mal, also zwei Dinger. Es gibt Stream-Games. Und zwar niedrigschwellige. Stream-Games. Also zum einen gibt es das mit den Murmeln, was wir auch offstream hatten. Also Leute können im Chat sagen, ja, sie wollen teilnehmen. Man muss das Spiel letztlich mit seinem Twitch-Account verbinden. Muss das richtige Spiel quasi in der Browser-Session aussuchen und dann ist es eigentlich nur ein sehr aufwendiges Math-Random-Game. Also jeder kriegt eine Murmel und es wird geguckt, ob... Ne? Und das zweite, das nennt sich, ich glaube, es heißt Stream Raider. Es ist letztlich, kennst du Clash of Clans? Also diese Mobile-Games, ja, wo man ja, sich gegenseitig... Ja. Das ist so, das geht in die Richtung, also zusammen, ich weiß nicht, ob das gegen einen Computer ist, End vom Lied ist, dass man, der Streamer ist sozusagen der Captain und man selber schließt sich seiner Armee wie auch immer an und es ist was Niedrigschwelliges, niemand muss groß was installieren und man spielt es aber zusammen im Stream, also es ist so eine gemeinsame Erfahrung. Die Frage ist, ob wir das vorstellen wollen, weil das braucht doch relativ viel Zeit mit einem Bauch, also Also welchen Effekt erzielen wir damit? Also wir würden es zeigen und dann ist so, but why? So,
Ja, nee, das würde ich halt auch. Also das wär für mich so neben. Ich habe mir noch darüber geschrieben, ja. Dieses gemeinsame Zeichnen in einem Online-Whiteboard. Okay, ich würde sagen, keine Ahnung, wenn uns da noch irgendwas einfällt, können wir es ja noch ergänzen. Wir haben wieder so ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Magst du nochmal zurückschauen auf unsere Ankündigung, ob wir jetzt irgendwas von dem, was wir versprochen haben, nicht einhalten? Ah, das musst du lesen, sag mal. Modern. Also praktisch und live zeigen, ja, genau. Bedient. Ist dieser Chat mit GPT erstellt worden, oder? Nein, ist er natürlich nicht. Ja, also das haben wir, Klickverfahren, Live-Experimente. Ich glaube, das haben wir halt alles drin. Das haben wir irgendwie. Ja, das ist ja, genau. Ich glaube, wir müssen jetzt Kill Your Darlings spielen. Bei den Aktionsmöglichkeiten. Naja, wir müssen uns jetzt... Ja? Ja. Wir haben uns ja oben irgendwie, oder wir haben uns ja darauf verständigt, und das würde ich auch immer noch sehr, sehr unterstützen, halt keine Folien zu machen. Ja. So, wenn wir jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen durchklicken, also das mit, was ist Livestreaming, was macht Twitch, was macht YouTube, das kann man, glaube ich, super gut zeigen, indem man halt, wie du immer sagst, Teaching with Browser Tabs, ja, indem man das halt direkt auf der Webseite zeigt. So, diesen nächsten Punkt, warum streamen irgendwie Individuen, warum sollte man das als Lehrperson machen? Warum schauen Leute sich das, also warum sollte man das als Lehrperson machen? Da kann ich ja mal irgendwie was nochmal mir aus meiner Sicht überlegen. Ja. Da könnte ich ja mal irgendwie was zu twittern. Also dann kannst du halt irgendwie einfach irgendwie ein, zwei Tweets zeigen, in denen ich versuche, das möglichst prägnant mal aus meiner Sicht zusammenzufassen, und dann kann man das vielleicht daran ganz gut diskutieren. Ich meine, also was man ja tatsächlich, also wo man auch einfach sieht, dass die Plattformen eine Lücke geschlossen haben, waren im Remote Emergency Teaching, so wie es jetzt post mit Corona genannt wurde. Das hat Leute gesagt, ich muss das jetzt irgendwie schließen. Wir haben noch keinen Rahmenvertrag mit wem auch immer. Ich mache das jetzt einfach so. Und wir sind ein relativ kleines Land in Deutschland, aber auch hier hat man ja gemerkt, jetzt schnell mal auf den Campus geht nicht, weil wir sind entweder noch nicht ausgezogen als Erstsemester oder wir sind zurückgezogen als, ich bin eh nur noch ein Jahr an der Uni und es findet nichts vor Ort statt. In Ländern wie in den USA hat man das natürlich viel krasser gemerkt, weil Leute da irgendwie ganz andere Grenzen von der Distanz. Also das könnte man zumindest anschneiden. Da findet man auch ganz paar den einen oder anderen netten Zeitungsartikel, also im Sinne von einfach die Headlines zeigen. Also rein auf der Pragmatik heraus. Dann können wir deine Erfahrung, weil du hast natürlich auch einfach von der Lehrseite da noch mehr Erfahrung. Genau. Ja, bei warum schauen Leute sich das an, weiß ich nicht. Ja. Da hätte ich jetzt keine... frage ich mich manchmal auch. Ja, also ich meine, das eine ist, also ist jetzt die Frage, wie weit wir da reingehen wollen. Also das eine ist einfach die Community of Practice, so als grundsätzliches Konstrukt, aka Gleichgesinnte. Ja. Wenn ich irgendwie jemanden finden will, der sich mit Woodworking oder Keyboards oder vielleicht will ich auch nur mal in so ein Hobby oder in so ein Thema reinlurken. Also das wäre ja durchaus auch so ein Thema. Also das ist auch durchaus kein Begriff, den Twitch für sich alleine hat, sondern das also ungestört beobachten. Ja, das ist ja auch was in Videokonferenzen irgendwie auch immer ganz gut und gern passiert. Und dann würde ich tatsächlich bei einigen das so in die Richtung, also zumindest was den Wissenserwerb angeht, ist es eben dieses, was ich vorhin angesprochen habe mit den Domänexperten, jemanden finden, bei dem ich nicht jetzt quer durch die Republik fahren muss, um mir anzuschauen, wie er, ich habe, gibt zum Beispiel Streamer, die machen Japanese Woodcrafting, da fliegst du nicht mal so eben rüber als Normalperson und schaust dir das an, du bist zum Beispiel froh, wenn er das einfach streamt. Also dieses Domänen- und Expertenwissen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es bei der einen oder anderen Stelle auch einfach um ja, Einsamkeit oder sozusagen digitale Teilhabe, um es positiv zu formulieren, ja, an sind das Lebenssituationen. Ja, ich schreibe mal im Allgemeinen Hobbys. Ich hab hier, glaube ich, noch ein Paper, das ich das ich hier rumliegen habe. Kann ich noch mal was raussuchen? Okay. Ja. Also aus meiner Sicht müssten wir uns jetzt noch kurz da überlegen, inwieweit das relevant ist halt für Lehrveranstaltungen oder für so ein Uni-Konzept. Also ich meine, das Community of Practice, denke ich auf jeden Fall ja, ist halt immer so die Sache, als Student, klar, ist man schon auch auf der Suche nach Gleichgesinnten, hängt jetzt vielleicht irgendwo vom Studiengang, vom Lehrveranstaltungskontext, Konzept ab. Also inwieweit man sich halt da tatsächlich mit seinem Studium das, wie sagt man denn? Identifiziert? Identifiziert, ganz genau, ja. Oder ob man halt an einer Lehrveranstaltung teilnimmt, weil man halt am Ende irgendwie da so ein Zertifikat haben will und das halt irgendwie ganz unbedingt für den Abschluss braucht. Aber ansonsten hat man jetzt nicht so viel Sinn und Zweck, dieser Lehrveranstaltung groß zu folgen. Man ist eigentlich nicht an den Inhalten der Lehrveranstaltung interessiert, sondern an dem Zertifikat, was man am Ende bekommt. Ich würde es aber tatsächlich vor allem auf die Lehrenden beziehen. Ja. Weil so wie du oder wie wir jetzt an der DigiPH teilnehmen und uns ja auch interessieren, wie das andere machen oder wie der Slot danach Studierende aktiviert und engagiert. Genau so, also wir sind ja sozusagen, also auch die DigiPH ist ja ein Ort an der Stelle oder ein Beispiel für ein Austragungsort einer Community of Practice. Und genauso gut gibt es eine Linux-Experten-User-Group auf Twitch. Also das denke ich mir nicht aus, die gibt es tatsächlich. So, und insofern ist das, also die Community of Practice sehe ich tatsächlich durch die Lehrenden und dann teilweise auch mit, also natürlich braucht man auch die Zuschauenden, auf Uni-Ebene tatsächlich weniger, wegen dem ja, Zertifikatszwang im weitesten Sinne. Aber zumindest die zwei Punkte, also Community of Practice und auch irgendwie Lurken, könnte man, denke ich, also kann man 1:1 auf die Uni beziehen. Lurken definitiv natürlich aus Studierenden, aus Zuschauersicht. Weil das gab es schon immer und das wird es auch immer geben. Ja, definitiv. Also die Frage ist so, wenn ich jetzt in dem als Advocatus Diaboli als eher passiv-aggressive, konservative Lehrperson spreche, gäbe es natürlich Leute, die sagen, ja, ich möchte ja nicht, dass da jetzt irgendwie Leute an meiner da so in meiner Lehrveranstaltung einfach so zugucken und so passiv und da sich zurücklehnen und das sich einfach angucken, die sollen da schon irgendwie mitmachen und die sollen sich halt da schon irgendwie aktiv engagieren und dieses, dass mich da halt Leute einfach so anonym beobachten, das möchte ich halt nicht. Also wie man halt irgendwie dafür argumentieren kann. Ich würde ja zum Beispiel argumentieren, dass, naja, eben so Fächer wie jetzt Elektrotechnik manchmal in der Schule auch anders oder falsch vermittelt werden, als das, was da halt tatsächlich passiert. Und wenn es eben die Möglichkeit gibt, da zum Beispiel vor einem Studium mal in so übliche Lehrformate halt reinzuschauen auf passive Möglichkeit und auf anonyme Variante, dann könnte man sich ja vorher auch schon mal anschauen, ob das halt was für einen ist oder vielleicht auch nicht. Oder ob das ist, was man sich darunter vorgestellt hat. Die Frage andersrum ist natürlich vielleicht, ob das halt nicht Leute auch abschreckt, potenziell. Aber ich meine, gut, es ist halt vielleicht andersrum besser, als wenn man vorher in der Studienwerbung wie der Rattenfinger von Hameln ums Dorf zieht und versucht halt alle Leute einzusammeln. Und die Hälfte der Leute halt dann im Studium feststellt, nee, eigentlich ist das überhaupt gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. So viel Mathe? Was? Ja. Hier passieren halt ganz andere Dinge als das, was mir vorher versprochen wurde. Ja. Also klar, das ist sowieso alles irgendwie so Fluch und Segen zugleich, aber ich versuche das mal gleich da irgendwie noch hinzuschreiben. Genau, oder du kannst ja schon mal. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ja.
setzt natürlich auch, ich habe mal Offenheit fett gedruckt, heißt natürlich, dass man daran interessiert ist, dass ein realistisches Bild abgegeben wird. Der gleiche Diaboli Advocatus würde natürlich auch sagen, ja, ja, das lernen die nach der O-Woche. Case closed. Weiter. Auf der anderen Seite können wir natürlich sagen, okay, wir wollen irgendwie Offenheit, wir wollen irgendwie sagen, also sind ja auch irgendwie an einer, also der Innovationsdruck ist ja irgendwie da. Ja. Hoffe ich zumindest. Und dann können wir sagen, okay, hier, das können wir machen. Und übrigens, wir interagieren eben anders. Es ist eben nicht alte Vorlesung in auf Twitch, sondern es ist eben was anderes. Und das haben wir hiermit gezeigt, dass wir komplett ortsunabhängig das zeigen. Wir benutzen keine Folien. Wir sollten tatsächlich, ja gut, frag jetzt, benutzen wir. Ja, die Frage ist halt, also diesen Punkt, Folien, warum, die komplett online zur Verfügung gestellt worden sind. Warum, also diesen Punkt, warum schauen sollte Leute sich das anders, was wir gerade diskutiert haben, ja. Wie würden wir das irgendwie nochmal visualisieren? So eine Agenturfrage. So, wie, Leute, wie visualisieren wir das denn? Naja, ja, oder das ich, also meine Idee, ja? Oder die Idee, wenn du dich erinnerst, die wir halt beim letzten Mal hatten, ist, anstatt halt einen Foliensatz zu machen, machen wir einfach im Prinzip irgendwie einen Twitter-Thread oder einen Mastodon-Thread, ja. und scrollen im Prinzip so durch, was halt den Vorteil hätte, man kann da halt pro Tweet oder pro Tut oder ja. Tröd oder wie auch immer man es nennt, ja. Irgendwie ein bisschen Text, ein paar Stichpunkte unterbringen und halt irgendwie so ein Bild oder ein Link oder was auch immer. Und das hätte natürlich den Vorteil, wenn ich einfach nur klassisch eine Folie zeige, ist die ja halt in der Hinsicht, die ist halt so, wie sie ist. Ich meine, ja. bei dem Tweet oder Tröd oder was auch immer, hätten ja Leute immer die Möglichkeit, damit zu interagieren, das halt direkt weiterzuleiten, das zu liken, darauf eine Antwort zu schreiben, was man halt bei einer klassischen Folie eben nicht hat. So. Und ich meine, das wäre jetzt zum Beispiel so mein. Ich will jetzt damit nicht sagen, liebe Lehrpersonen, ihr müsst jetzt in Zukunft alle anstatt, also macht halt aus eurem 30-seitigen Foliensatz, den ihr irgendwie vorbereitet habt, macht da halt einen 30-Tweet-Twitter-Thread draus und scrollt den halt in eurer Lehrveranstaltung durch, anstatt eures Foliensatzes. Aber wäre ja mal eine Idee. Also ich meine, das muss ja nicht jetzt so viel sein, aber ich meine, das wäre was, um zu zeigen, also pass auf, wir zeigen ja was, wir haben was vorbereitet, aber das ist eben so im Internet und so online, dass ihr halt auch direkt damit weiterarbeiten könnt. Und dieses klassische Dings vor einem Vortrag, kann man denn die Folien haben, erübrigt sich halt auch daraus, weil, ja, klar kannst du halt irgendwie diesen Twitter-Thread halt sehen und speichern und drucken und dir ausdrucken, wenn du möchtest und da Spaß dran hast. Du kannst auch einfach verlinken oder du kannst damit reagieren, du kannst den irgendwo anders hin tun. Der ist halt einfach ganz selbstverständlich im Internet und passt dazu auch irgendwie halt zu dieser Streaming-Kultur. Und wenn ich halt einen Foliensatz vorbereite, auch so toll und so schön gestaltet und was auch immer der Foliensatz halt ist, es ist halt trotzdem ein Foliensatz. Also es ist dann irgendwie doch nur ein Faster Horse. Und sobald du die letzte Folie gezeigt hast, ist ja der... Genau, ist ja, der ja, und ich meine, also natürlich bleibt ja halt dann meine Intellectual Property im Sinne von, dass ich den halt dann, wenn ich ihn nur zeige, nur auf meinem Computer gespeichert habe und es wird halt Fälle geben, wo, weiß ich, man lädt sich externe Referenten aus der Industrie in irgendeine Vorlesung ein, da werden die keine großen Ambitionen haben, jetzt irgendwie ihre Folieninhalte vorher zu vertwittern, sodass da halt möglichst viele sich das anschauen und damit interagieren können. Aber für sowas hier... Ja, ich überlege gerade, wie wir das bekommen, weil wir haben ja irgendwie so ein Zielgruppenproblem, weil die meisten werden damit noch keine Berührungspunkte gemacht haben. Wenn wir jetzt fragen, warum schaut ihr euch das an, ist die Antwort, tun wir nicht. Nick, next question. Insofern, also, und ich meine, das zu vertwittern, das wäre natürlich eine Idee, vor allem von dem Erstergebnis, was wir jetzt hier vorhaben. Also das könnte man ja zum Beispiel, wir könnten ja jetzt die Punkte nehmen, die wir jetzt haben und sagen, hey, wir wollen das und das machen. Was ist davon am interessantesten für euch? Um es so ein bisschen auf die DigiPA 6 Zielgruppe zu bekommen. Wär das eine Idee? Also ja, aber ja, also generell wäre halt die Frage, also was würdest du davon halten, dass halt zum Beispiel in Form von so einem Twitter-Thread, jetzt kann man, also
oder halt meinetwegen Mastodon, weil Twitter mittlerweile, wir wissen alle, Twitter von Elon Musk gekauft, böse und so. Ich fände jetzt Twitter halt im Grunde immer noch ganz okay. Aber weiß nicht, also so, und ich meine, da kannst du ja alles machen. Du könntest eine Umfrage machen, du kannst Sachen verlinken, du kannst Fotos zeigen, du kannst sozusagen andere Tweets zitieren. Also eigentlich willst du ein Meta Twitter-Thread Agenda. Anstatt eines Foliensatzes einen Meta-Twitter-Thread machen. Ja. Weil da kriegen wir also ziemlich viel von dem, was wir halt jetzt besprochen haben, kriegen wir da ohne Probleme rein. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt eben auf die Setups verweisen, diese Lösungsszenarien, wenn wir irgendwie auf Beispiele verweisen, gibt es ja immer Tweets oder halt irgendwie andere Links, die man da problemlos im Prinzip zitieren kann und damit einbauen kann. Ja, von dann und damit natürlich auch direkt irgendwie auf seine Quellen verweist, weißt du, was ich meine? Dann suche ich mir natürlich auch Leute raus, die auf Twitter sind, zum Beispiel. Also, So, und bei den Interaktionsmöglichkeiten fände ich das zum Beispiel total cool, wenn man die jetzt halt alle einmal ausprobieren würde mit der hoffentlich großen Meute, die halt an dem Format teilnimmt. Also, dass alle mal was in den Chat auf der Streaming-Plattform schreiben. Okay, ich weiß, ich glaube, um bei Twitch zu chatten, brauchst du einen Twitch-Account. Wir haben auch zur Not halt den Zoom-Chat. Aber ich meine, dass alle mal irgendwie was da reingeschrieben haben, da ich weiß nicht, vielleicht, da wäre so die Sache, sich halt, da kann man sich ja eine Hokuspokus-Aufgabe ausdenken im Sinne von, schreibt mal auf, wie gerade das Wetter bei euch ist oder sowas, ne? Also, dass man mal so ein Chat-Storm macht, alle schreiben was, dann sagt man, jetzt bitte mal alle absenden, klicken und dann hat man halt auf einmal die ganzen Antworten. Ja. Chat außerhalb der Streaming-Plattform, weiß ich nicht, finde ich halt schwierig, weil es nicht so ein richtig cooles, aus meiner Sicht richtig coole Chat-Plattform gibt, wo ich sage, hier ist ein Chat, den gebe ich per Link frei, alle Leute ohne Login können da halt sofort mitmachen. Ja, aber Chat ohne Login willst du auch nicht. Das ist, nee, Chat ohne Login willst du wahrscheinlich auch nicht haben. So, Fragensammeltools wie Frag jetzt, das haben wir sowieso. Ich meine, mal ein Etherpad freigeben und halt sagen, schreibt mal alle, also wir machen mal eine Aufgabe, wo man mal gemeinsam was in Etherpad schreibt. Also, weil da könnte man jetzt zum Beispiel sich nochmal so Rückmeldungen holen im Sinne von, nicht eine geschlossene Frage, so hast du schon mal dir einen Stream angeschaut, sondern, keine Ahnung, wenn du dir schon mal einen Stream angeschaut hast, welcher war es oder sowas, ne? Oder zurück an die an die Setups und an die Möglichkeiten, was für Equipment würde dir halt zur Verfügung stellen, schreib das halt mal in das Etherpad rein. Ja. Und dann, finde ich, sieht man halt sehr schön, dass man halt super gut Interaktion mit so einem Etherpad generieren kann und dieses, ja, du musst ganz unbedingt deine Lernenden sehen in so einem Zoom-Meeting und die müssen alle mit ihrer Kamera anmachen, damit ich halt gucken kann, was sie da machen, dass das totaler Quatsch und Bullshit ist, weil das willst du gar nicht. Du willst ja irgendwie sehen und gucken, dass die Leute halt mitmachen und mitdenken und irgendwie interagieren und halt an den Themen arbeiten. Und das siehst du halt zum Beispiel auch, wenn die dir tolle Sachen in so ein Etherpad reinschreiben. Lass uns dann aber tatsächlich Zoom leveragen, weil die Leute schon da sind. Also lass uns irgendwie das hebeln und sagen, ihr seid jetzt alle schon in Zoom und der Trick ist, dass wir das ja eh nach Twitch weiterspiegeln. Ja. Und das dann, weil ich glaube, die Onboarding oder die Rüstkosten, um alle oder wenigstens irgendwie zwei auf Twitch zu bekommen und da dann zu spielen, die sind zu hoch, als das, und der Effekt ist so, das ist nicht mal ein kleiner Knall. Das ist so ein, okay, jetzt seid ihr hier, cool. Aber ihr seid auch alle schon. Und wenn wir aber einfach sagen, wir nehmen Zoom, weil ihr kennt wahrscheinlich auch alle Zoom, da haben wir auch ein Whiteboard und das Ergebnis wird eben über Twitch geschickt. Und der Knackpunkt wäre auch, dass entweder eure Lernenden sind sukzessive auf Twitch, so wie es auch in anderen Streams funktioniert, weil natürlich kommen die, wenn du als Lehrender sagst, wir sind jetzt übrigens da, klar kommen die dann. Aber einfach, weil ich glaube, die Hürde ist einfach zu hoch für, außer wir machen natürlich Welle und Werbung im besagten Twitter-Thread. Holt euch bitte für die echte Erfahrung und the real deal, legt euch bitte einen Twitch-Account zu. Naja, also aber ich meine, um jetzt die Leute auf dem Etherpad zu locken, bräuchten die ja keinen Twitch-Account.
Genau, aber um die echten, also Clickmaps, Heatmaps, wie auch immer. Ja, genau, nee. Also Commands, ja, das wäre alles da, so. Das würde ich ja gar nicht so unbedingt okay, adressieren. Aber okay. Ich meine, um sozusagen einen Link oder einen QR-Code zu posten und zu sagen, hier, ihr habt alle euer zweites digitales Endgerät, geht mal damit jetzt irgendwie drauf. Ja. Und ich meine, dann könnte man das halt sehr schön interaktiv zeigen. Also, und dann kann man ja auch ein bisschen wieder darauf reagieren, reactionary-mäßig, was die Leute da halt so schreiben. Ja. Ich meine, die Cloud-Speicher, weiß nicht, würde ich jetzt mal rauslassen. Auch sozusagen, und ich meine, soziale Netzwerke haben wir halt automatisch mit drin, weil wir ja eben sagen, wir würden jetzt einen Twitter-Thread schreiben als Folien. Ich meine, so ein kleines Kahoot mit irgendwie drei Fragen könnte ich mal auch vorbereiten. Das wäre irgendwie auch kein Hit. Dann hätte man auch mal da so ein bisschen so eine Aktivierung drin. Und irgendwie so ein gemeinsames Zeichnen in Online-Whiteboard fände ich halt auch irgendwie ganz cool. Und da kann man sich ja auch wieder irgendein einfaches, sage ich mal, außerfachliches Beispiel, Hallo-Welt-Beispiel ausdenken. Ja. Aber um mal zu zeigen, dass das keine Raketenwissenschaft ist, jetzt da gemeinsam in so einem Whiteboard zu zeichnen. Also eigentlich brauchen wir pro Informationsformat ein Beispiel. Genau, eine außerfachliche, überfachliche Beispielfrage. Soll ich ein Lorem Ipsum Chatbot-Command einbauen? Also es wäre jetzt irgendwie nicht das Problem. Ja, das kannst du mal machen, ja. Letztendlich könnte ich mich auch um die meisten Sachen kümmern. Das wäre auch überhaupt gar kein Hit. Ja. Das Schlimmste, was wieder passieren kann, ist, man gibt jetzt ein Etherpad frei und irgendwer schreibt halt irgendeinen Mist rein, so, ne? Also, das wäre so, nur realistisch. Also, ja, aber das wäre auch nur realistisch und dann müsste man halt gucken, wie man irgendwie schlau dann in dem Moment halt darauf reagiert. Aber dann wäre es halt schön interaktiv und man würde halt schön direkt auch diese ganzen Interaktionsformate halt einmal plastisch zeigen und Leute einladen halt daran zu interagieren. Ja, ich meine, so, ich mein, jetzt also dieses Walk the Talk ist halt wirklich, das klar, also da kann mehr schief gehen, aber es ist auch einfach realistischer und eben genau das, was wir wollen und nicht dieses so, ja, es ist alles total toll und hier sind Hochglanzfolien und hier haben wir Screenshot und wir haben auch ein Video aufgenommen, in dem alles perfekt funktioniert, aber live zeigen können wir es natürlich nicht, weil sonst alles in Rauch aufgeht. Wär einfach nur ehrlich, dass wir es echt zeigen und dann lieber weniger, aber das, was funktioniert. Okay, also müsste nicht das Problem sein, irgendwie einen kleinen, also gibt es genug, die was in der Richtung können, kann ich in den Chat auf meinem Account einhängen. Frag jetzt, führen wir ganz am Anfang ein. Genau. Etherpads würde ich sagen, geben wir auch direkt rein. Und ich meine, wir sind ja inhaltsagnostisch. Also ob wir jetzt was über Frag jetzt stellen oder im Etherpad eine Frage steht, das können wir ja moderieren, das ist ja nicht das Problem. Genau, und aber dann eben auch das zu zeigen, was halt jeweils wieder der Vor- und Nachteil von diesen Formaten ist und wie man sie halt möglichst gut in so einem Stream halt nutzen kann. Ja. Und ich meine, diese Clickmaps, Heatmaps, ich weiß nicht, ich habe die halt nie benutzt, ich kann da nicht viel zu sagen. Wir haben die ja hier einen Twitch-Account für, ne? Das ist halt. Ja, dann würde ich das halt eher rauslassen. Ich meine, das kann man mal in so einem Seitensatz erwähnen, dass halt Twitch auch an sich eben so Möglichkeiten bieten würde, aber. Ich meine, der KVB hat das meines Erachtens, glaube ich, auch nicht genutzt beim letzten Mal, sondern. Ja. Lass mich mal gucken. Du hast jetzt ein hartes Zeitlimit, ne? Nein. Ich würde sagen, ich meine, damit sind wir auf jeden Fall für diese Stunde, würde ich sagen, gut gerüstet. Also, weil gerade für diese Interaktionen. Ja. Das, je nachdem, was da halt so passiert. Also das ist ja jetzt das, dass man halt nicht weiß vorher, was da so Schönes passiert. Das stimmt wohl. Das kann schnell gehen, das kann lange dauern. Da können sich halt Fragen draus ergeben, die man dann irgendwie diskutieren und beantworten kann. Lass mich kurz... also was ich zeigen könnte, es wäre keine... Also nochmal zu den Clickmaps... Moment, ja, das sieht man noch nicht. So,
Ist ein Chemiebeispiel, zeige ich relativ oft in Folien. Ich glaube, es geht um das Reactionary Active Product. Und der Trick ist, dass ich nicht nur sagen kann, ist es A oder B, wie in den Umfragen, sondern markiere bitte, welchen Teil der Strukturgleichung du denkst, das richtig ist. Und auf dein Fachbeispiel wäre das zum Beispiel bezogen, sag mir nicht einfach nur, welche Stromquelle hier anliegt, sondern wo ein Schalter eingebaut werden muss oder wo der Strom nicht mehr fließt, wie auch immer. Also du kannst es so, oder ich zeige irgendwie ein Rekursionsbeispiel in Java und dann will ich wissen, wo ist der Basisfall. Nicht einfach nur, wie läuft der Code wann durch, sondern wo, in welcher Zeile passiert was genau. Das ist sozusagen so die nächste Stufe von Umfragen. Weil, ja, ich meine, hier kann ich auch raten, aber hier muss ich schon sehr genau raten. Und A und B ist halt so, okay. Das könnte man zumindest, ja, das ist, aber das ist jetzt, ich meine, irgendwie sitzen wir jetzt auch auf einer Folie, aber es ist letztlich nur im Browser. Das könnte man zumindest zeigen. Da habe ich auch durchaus die Erlaubnis von der Professorin aus den USA. Genau. Ja, das wäre noch eine Idee. Aber es wäre halt auch blöd, wenn wir sagen, hier, wir machen das jetzt so und so und jetzt alle abstimmen und du hörst halt die Grillen zirpen. Das wäre ein bisschen schade. Aber ja, sagst, nee, deswegen. Halt so, also wenn man da jetzt einen Twitch-Account braucht und so, das finde ich halt schwierig. Und ja. Ja. Übrigens, dein Beispiel, was du gerade gezeigt hast, ist offensichtlich ein wunderbares Beispiel für eine nicht googelbare oder schwer googelbare Frage. Also wenn man halt nicht weiß, korrekt, welches Molekül da dargestellt ist, ist es, ich wollte jetzt mal kurz googeln nebenbei. Ich glaube, es ist das thermodynamische Produkt, das man zeigen soll. So. Ja, ja, aber ich meine, das ist ja jetzt erstmal irgendein Molekül, wo Phosphor und Chlor drin vorkommt. Genau. Denke ich, aber ich habe keine Ahnung, was das jetzt halt ist. Ja, und wenn ich habe das mal in einem Stream gesehen und habe Professor Gaines, die Chemieprofessorin aus den USA, gefragt und auch, es ist ja wirklich handgezeichnet, das ist Chalk and Talk plus noch dieser Interaktions, diese Ebene noch obendrauf, einfach so ein Musterbeispiel. Und wenn man das in der Vorlesung machen wollen würde, würde man genau die gleichen Werkzeuge benutzen, die man auch im Stream benutzen würde. Deswegen mag ich das Beispiel so. Genau. Okay. Ich würde sagen, haben wir denn an alle Punkte Aufgaben? Also, Ja, ja, also ich denke schon. Du müsstest also mal, ich fange einfach mal an. Das haben wir Ich fange mal an, was zu twittern. Wie lange darf ein Twitter-Thread sein? 25 Tweets oder sowas, ne? Ja, gib ihm. Also ich meine, wenn wir unter 20 also schaffst, wäre gut, aber. Ich fang mal an. Man kann ja auch zwischen, also du kannst. Genau, also, und man kann ja immer wieder was zwischenbauen und zwischendingsen und man muss sich ja nur am Ende halt selber noch einigermaßen durchfuddeln können und zurechtfinden. Und wie gesagt, es ist ja dann auch nicht ausgeschlossen, dass halt Leute darauf reagieren und direkt Fragen daran schreiben oder Kommentare ranschreiben oder eigene Informationen ergänzen. Genau das ist ja die Idee, nicht statisch feste Folien zu haben, sondern das vielleicht mal irgendwie in diesem Format halt auszuprobieren. Ist ja in dem Sinne auch ein Experiment. Ich habe jetzt noch so ein paar Fragen drunter geschrieben, die sich jetzt so, glaube ich, nebenbei ergeben haben. Mhm. Also was macht ein Streamer erfolgreich? Muss man die Lernperson sehen oder nicht? Weil du gesagt hast zwischendurch auch mal, es würde vielleicht auch rein über die Audiospur gehen. Ja. Wie lang ist ein guter Stream und ab wann bräuchte man halt eine zweite Person, um potenziell was zu moderieren oder zu kommentieren oder... Ja. Und ich meine, die brauchen wir bestimmt nicht jetzt beantworten. Ja. Ich schreibe mal ein paar Notizen hin. Oder, ey, pass auf, ich habe eine super Idee. Das mache ich ja auch häufiger mal, wenn man jetzt so ein Frag jetzt anlegt, und da ist halt keine Frage drin, keine einzige Frage. Das ist so ein bisschen wie, man fragt nach einer Vorlesung, gibt es denn noch Fragen? Denkst du dir eine Frage also, aus? Genau, so, und dann, dass man halt in das Frag-Jetzt-Tool schon selber sozusagen am Anfang so ein, zwei Fragen reinpostet, damit das Eis gebrochen ist und Leute sagen, hey, guck mal, da hat schon jemand eine Frage gestellt, jetzt fällt mir auch eine Frage, Moment, wo ich die Frage lese, fällt mir auch eine super Frage ein. Und, vielleicht, und das ist natürlich auch eine gute Frage und
dann denken sie alle so, ja, okay, so eine Frage hätte ich auch stellen können. Klar, Eisbrechen ganz wichtig, definitiv. Ich meine, deswegen haben wir ja auch gesagt, wir fangen irgendwie vorher an und haben nicht diesen... Matthias, sollen wir anfangen? Ja. Hallo! Also diesen absoluten Großstart. Also mein Anspruch wäre auch, dass ich schon mal eine Radiocam laufen lasse. KV-Musik geht schon mal lauter rein. Vielleicht verwirrt das am Anfang erstmal. Ein Countdown soll es auch geben, dass man irgendwie sagt, hier, so geht's los. Dieser fliegende Start, wenn man so möchte. Genau. Gut, das heißt, du legst den... Ich leg den Twitter-Thread an. Ich denke, dass es jetzt gut wäre, wenn du einen Tweet ergänzen würdest in dem Thread, dann schicke ich dir mal kurz eine Nachricht. Ja. Und ich mein, ansonsten, wie du schon sagst, du kannst ja auch einfach beliebig dann noch was anhängen. Ja. Aber dann würde ich erstmal so diese Agenda, die wir jetzt aufgeschrieben haben, in dem Sinne halt abarbeiten. Dann kommen wir da halt danach Teaching with Browser Tabs mäßig da einfach durch. Genau. Scrollern oder uns so durchklicken. Und wird halt unten gucken, dass ich mir für das, was wir jetzt halt als Interaktion rausgesucht haben, also Chat ist kein Problem, frag jetzt, bereite ich sowieso vor, ein Etherpad mit irgendeiner Aufgabe, ein kleines Kahoot-Quiz und so ein Online-Whiteboard vorbereiten. Willst du wirklich Kahoot benutzen? Sonst kommen die ganzen Datenschutz... Naja, wir können auch irgendwas anderes machen. Ich meine, das wäre jetzt das gamifizierteste... Ja. Und irgendwie das bunteste und lauteste. Okay, ansonsten hätte ich noch die Quiz Academy anzubieten, aber wahrscheinlich ist Kahoot das der Knallefisch größer. Quiz Academy. Ich guck mir mal Quiz Academy. Ja, gutes, nettes Brandenburger Unternehmen. Man muss ja hier seine Datenschutz und so. Ja. Hey. Ja, also cool, man muss ja halt ehrlich sein, ich meine, Audience Response Tools gibt es halt ungefähr wie Sand am Meer. True. Und ja, die lassen wir raus. Die gut, Wechselkosten sind halt wie bei allem relativ hoch, ne? Und die Login-Effekte, also wenn man mal einmal irgendwie sich an eins gewöhnt hat und ungefähr weiß, wie das funktioniert. Markier doch mal, also ich muss in 4 Minuten los, markier doch mal und wir reden asynchron on-offline drüber, welche Formate wir wollen, weil das erschlägt total. Digital Talk and Talk würde ich sagen, ja. Office Hours ist irgendwie auch klar, das kennt jeder. Aber im Rest bin ich ein bisschen biased, such vielleicht noch zwei raus, wo du sagst, das ist das? Ja, würde ich halt sagen, irgendwie das hier so Dialog-Interview, das ist bestimmt was sich für viele geisteshuman- und sozialwissenschaftliche Sachen anbieten würde und halt so ein Practical Hands-On ist halt auch noch so ein klassisches Lehrform. Und ich meine, da die Labworks Experiments, das würde ja dann hier halt irgendwo so mit reinfallen. Mhm. Und so reactionary Sachen würde ich halt sagen, das kann auch eher, da brauche ich jetzt keinen Stream für, ne? Also das kann ich in einem Stream machen, kann ich aber auch in einem vorproduzierten Video machen. Ja. Und dieses Working Coding Together, Watch Me Work, ist halt was man machen kann, was ich jetzt aber nicht so im Rahmen von klassischen Lehrveranstaltungen sehen würde. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, aber dann würde ich sagen, konzentriere ich mich auf die 4 Formate, such passende. Genau, such mal du was zu den Formaten raus. Genau, da würde ich dich nämlich auch eher in der. Und dann überlege ich mir was zu den Interaktionsmöglichkeiten und dann sind wir doch da schon ziemlich. Ich glaube schon, ja. Dann machen wir noch ein bisschen Video-Perspektiven-Shenanigans. Du brauchst meiner Ansicht nach 2 Perspektiven: eine Greenscreen, hier, die wir jetzt auch haben. Eine Sidecam finde ich gut. Ja. Und ich werde eine haben. Ich will die Top-Down-Kamera, weil das ist irgendwie so die Lab-Work im weitesten Sinne. Packen wir noch irgendwie noch eine Platine aus und zeigen irgendwas. So ein bisschen wie vor ein paar Wochen, als wir den Kamera-Showdown gemacht haben. Und die Radiocam hätte ich gerne, dass man noch irgendwie so eine... Und ich glaube, das ist so vom Weird-Video-Perspektiv-Flex dann genug. Genau.
Wir müssen mal noch gucken, wie wir dann die Videos zusammenbringen, ne? Weil ich meine, bin ich dann mit im, wie beim letzten Mal, ja, ich bin in Zoom und in BigBlueButton gleichzeitig, ne? Ja, aber das macht ja nichts. Genau. Also entweder du hast auch eine OBS auf und speist das nochmal mit der Virtual. Ja, genau. Oder, genau, und in Zoom selber kannst du ja dann auch auswählen, Virtual Cam oder die zweite Sidecam. Das wird Leute auch erstmal total verwirren, dass ich dich habe, dass du da bist und dass du einmal ein Greenscreen hast und dann wieder nicht und überhaupt. Ja, das wird cool. Sehr gut. Fantastisch. Das war ein gutes Meeting. Sehr schön. Alles klar. Dann machen wir es genau so. Wir sind nächste Woche ziemlich genau um die Uhrzeit live. Ja. Hoffentlich haben wir es bis dahin alles vorbereitet. Nein, es kriegen wir so ein Hähnchen. Du kennst das doch. Das muss halt alles noch zusammenkommen. Es ist quasi schon getan. Es ist auch ein gutes Zeichen, dass wir jetzt dass wir länger gebraucht haben, um das zu besprechen, als wir, was wir tatsächlich am Ende tun. Ja gut, aber ist das nicht oft so? Ja, na klar. Also ich meine, ich glaube, es ist andersrum ist es meistens schlecht. Also wenn man sagt, man hat es in 5 Minuten besprochen, dann braucht man am Ende trotzdem 2 Stunden, um das zu machen. Von daher ist das jetzt vielleicht ein gutes Zeichen, ein gutes Omen. Ich glaube auch. So, das war Watch Us Work. Der Beitrag ist quasi fertig. Jetzt müssen Zukunfts-Matthias und Zukunfts-Hendrik sich nur darum kümmern. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Gute Haut von uns und bis nächste Woche zum Hashtag DigiPH6. Genau, den Rest macht ChatGPT. Alles klar. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.